I can see I'm cold black. I'm blind. Momentan bin ich wieder voll auf dem Korntrip. Songtitel fehlt, Bruder. Soll ich den vielleicht für dich noch größer machen? Was sagst du? Soll ich den vielleicht für dich noch größer machen? Moin Moin, Bruder, momentan bin ich wieder voll auf Korn hängen geblieben, privat. So, wie geht's, wie steht's, ihr kleinen Analpiraten, hä? Alles fit im Schritt? Welchen Discord ist Trimax? Auf welchen Discord ist Trimax? Rammstein und Korn zu vergleichen, finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwach. Muss ich dir wirklich sagen. Zwei Paar Schuhe, Brudi. Stundenlang. Nee, ich bin nicht angedroht. Ich hab R9 und CR7. Komm dein Discord, du Analpirat. Dann bin wohl ich gemeint. Okay, machen wir. Perfekt, super. Sehr gut. Okay. Hä, wo ist er denn jetzt? Hallo? Oh, hallo, hörst du mich? Ja, wo bist du denn, hä? Ach so, man sieht mich nicht, ne? Hat Romatra eben auch schon gesagt. Ach so, ja, gut. Ja, perfekt, Digga, voll unsichtbar. Wie geht's dir, Digga? Ja, sehr gut. Wie geht's dir? Alles gut. Ich habe gestern Abend ein kleines Gebet gemacht, dass dein Account gehackt wurde, wurde aber leider nicht erhört. Oh, schade. Naja, hab ich mir auch gedacht, Digga. Hab ein kleines Schwierig. Dua gemacht gestern Abend. Oh, geil. Ja, es ist, heute ist jetzt auch durchwachsen irgendwie. Also, Max, ich will mal so sagen, da du gestern schon FIFA durchgespielt hast, Ja.
Also, wollen wir es mal so sagen? Wollen wir es mal so sagen, Digga? Ja. Also, ich bin jetzt mit etwas über 2000 Euro drin und mein bester Spieler vom Rating war 89er, glaube ich, oder ein 88er. Ich habe noch nicht mal 90er. Oh. Ja. Ich habe Pogba gezogen und Haaland. Ist okay. Aber ich habe noch nicht eine Legende, Bruder. Du schon drei, glaube ich. Ich habe Haaland viermal. Der macht total viel Coins. Ja, ich weiß, Bruder. Ich weiß, ja. Gestern hast du Geschichte geschrieben, Digga. Gestern, ja. Ich weiß auch nicht, was mit deinem Account gestern los war, Digga. Sei dir gegönnt. Bei FIFA weißt du ja, ist so. Man gönnt seinen Kollegen, aber man gönnt sich an erster Stelle, Digga. Ja klar, safe. So ist es. Und das ist auch menschlich. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir aber auch so sehr irgendwie, weil einer von den ganzen Streamern wird jetzt als nächstes irgendwie ein Mbappé oder so ziehen, ne? Und jetzt ist die Frage, wer könnte ihn ziehen, um all die Kollegen am meisten zu brechen? Und das wäre jetzt ja an der Stelle ich, ne? Oh, ja, also am unverdientesten also theoretisch also gesehen wäre es Eli für dich, oder ja. So würde das nicht so richtig verkraften, wenn ich jetzt noch Mbappé dazu ziehe. Da hast du recht, ja. Ja, deswegen, das ist auch so ein bisschen dann halt das Ziel. Ja, schwierig. Also, Micky wäre gebrochen, wenn alles, was jetzt noch krass ist, wird Micky brechen, ja. Das Beste, was der gezogen hat in 7 Stunden, ist, glaube ich, Gomez, und der hat auch so einen abgestoßen. Gomez, Innenverteidiger Gomez. Von Liverpool. Ja. Das ist gar nichts gewesen. Ich habe vorhin eine Padwecke mit Solution gemacht. So wie gestern mit Amar auch. Und er hat eine Legende gezogen, aber nur eine 85er und hat verloren. Aber er hat wenigstens, also die Legende war nicht schlecht. Es war Baby Blanc, der Innenverteidiger, weißt du? Wie geil. Ja, ist eine schöne Karte. Und ich habe, das musst du dir so vorstellen, Max, weißt du, wie das war? Wir haben jeder 24.000 FIFA-Points gezogen. Ja. Und dann war Gleichstand. Und dann haben wir gesagt, okay, jeder von uns zieht jetzt 10 Packs. Und das Pack, die höchste Karte aus diesem Pack vom Rating her, derjenige gewinnt. Und Danny hat, glaube ich, als dritte Karte einen Bildschirmspieler 85 bekommen. Und mein bester war 82. Und im letzten Pack meinerseits, er war schon durch, in meinem letzten Pack habe ich Pogba gezogen. Und somit Pogba und ein Tausender in meine Tasche. Das ist alles, wo in live im Stream passiert. Ja. Ich habe heute schon 4,5 Stunden nachmittags gestreamt. Ja, was heißt nachmittags? Ja, von morgen, Alter. Ja, von halb oder kurz vor 12 Uhr bis kurz nach 4. Bevor ich wach war, warst du schon ordentlich. Wann gab's das denn mal? Ja, was soll ich dir sagen? Ja. Frühstücksstream von Monte. Ich würde Max auch ein bisschen leiser machen, aber ich sehe ihn in seinem Channel nicht. Wollen wir mal ganz kurz vielleicht rüber zu meinem Teamspeak Discord gehen? Ich connecte mal wieder rauf. Ja, okay, oder so. Ja, eine erste Ikone würde ich mich jetzt auch schon sehen. Und am meisten vom epischen Feeling würde ich... Trimax ist wieder da. Ja. Jetzt sehe ich dich auch. Ich würde am allermeisten mich über eine Ikone freuen, und zwar entweder Ballack oder Lothar. Weil du sie so geil findest. Weil ich sie fühle, weil ich sie fühle. Aber nicht, weil du sie jetzt, weil die so stark sind. Genau, richtig. Ja. Gerade Lothar. Ich weiß, Ronaldo, Ronaldinho, aber am meisten fühle ich. Ich baue mir ein Team natürlich auch mit den Spielern, die ich fühle. Und Lothar Matthäus und Ballack sind zwei Spieler, die mich sehr inspiriert, also die ich gefühlt habe. Gerade Ballack fühle ich. Scheiße, ja. Ja, ich habe auch irgendwie Bock, so andere Spieler reinzuschauen, weil die sind dann oft nicht einfach besser, weißt du? Ich finde auch ultra geil, dass jetzt, keine Ahnung, Rooney drin ist. Oh ja. Aber Pelé ist einfach besser als Rooney. Ja, natürlich ist Pelé besser als Rooney. Von den Stats. Ja, aber ich meine, das Spiel ist ja noch nicht mal offiziell draußen. Insofern hast du auch noch genug Zeit, um zu testen. Ich habe gesehen, wie du vorhin... Du bist aber auch ein kleiner Schlingel. Du suchst ja auch keine Gegner, du suchst dir Opfer. Wieso? Ja, und das erste Opfer deines Gameplays war Romatra, Digga.
Der sowieso. Der hat in seinem ganzen Leben FIFA gespielt. Dein Team kostet 20.000 Coins. Ja, hab ich gesehen. Du hast sie mit R9 eine Bude nach dem anderen reingeschöpft. Ja, das war, ich hab richtig kacke gespielt. Also ich bin richtig, richtig schlecht. Ja, ja, aber du hast dann diese Psychologie, erstmal jemanden richtig wegwichsen. Richtig. Aber es lief schon richtig, also richtig kacke. Ich habe das erste Tor in der 23. Minute gemacht. Er hatte auch zwei richtig dicke Chancen. Also ich habe gut geschwitzt. Der hat noch nie in seinem Leben FIFA gespielt. Ah. Der spielt es seit heute. Und sein Team kostet irgendwie 19.000 Coins. Ja, ja. Aber du weißt schon, welche Schäfchen du dir als Wolf in dein Gehege holst. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ach Mensch, du, komm, gönnen wir doch mal was Schönes. Hä? Gönnen wir doch mal was Schönes. Also ich habe heute 600-700 Euro schon verzogen und ja. Ja. Bei mir ging es sehr gut los. Ich habe in den ersten 10 Minuten Sterling, Vardy, Haaland und Oblak gezogen. Das war sick, so in 10 Minuten. Mhm. Danach nur 3 Busquets, Tourenstra, 3 Chiellinis. Hm. Ja. Der Klassiker, ne? Ja gut, aber beschweren darfst du dich eher weniger, ne? Ja, richtig. Aber ich weiß, egal wie viel man gezogen hat, man möchte natürlich weiter so gut ziehen, ne? Du hast heute auf Pelé in deinem Pack gekauft, so ein Ding ist das. Oh. Es ist, ich werde jetzt noch einen dicken ziehen und dann kann ich die größte Durststrecke in der Geschichte von FIFA haben. Aber so ein Maldini oder so will ich noch gerne haben. Ja, würde ich mich auch drinnen sehen. EA, falls ihr gerade zuhört. Ja. Dann fange ich vielleicht auch endlich mal an, mir Spieler zu kaufen und ein Team zu bauen. Ja, ich weiß auch noch wieder gar nicht, was Formation ist, Aufstellung, Laufwege, Raumdeckung oder Manndeckung und alles. Das müssen wir alles dann noch mal einstellen. Wir wissen auch noch nicht, was gut ist dieses Jahr. Ja, ich habe noch nicht mal ein Spiel gemacht, Digga. Naja, das ist wieder dieses... Man kann nicht einfach... Spieler da ein bisschen rumbasteln und dann kannst du reingehen. Ich habe 6,3 Millionen Münzen. Mhm. Damit kann man sich schon was kaufen, aber... Aber kann man... Safe. Drauf geschissen. Boah, da würde ich jetzt aber ein paar Dinger schießen, ne? Die steigen gerade alle gut. Egal. Es gibt gerade ein paar günstige. Oh, scheiß drauf. Ich will nur Packs sehen, Digga, ja. Oh, okay. Ich glaube, Pelé, den gibt es, glaube ich, gerade für 6 und der steigt noch auf 8. Also, du E6 hast und. Ne? Also einfach, du machst 2 Millionen plus mit Points einfach mit dem Trade. Ja, aber ich will ihn dann ja nicht verkaufen, Digga. Ich würde ihn dann ja spielen wollen. Ja, dann trotzdem lieber jetzt kaufen, wenn du das Geld eh hast. Ja, das Ding ist, Max, ich bin da ganz ehrlich zu dir. Das Ding ist, gameplay-technisch und so kann sehr schnell die Laune in den Keller gehen. Wenn du ein, zwei Spiele machst, anfängst im Stream Weekend League zu spielen und sowas oder online gegen andere Gegner. Dann kann ganz so schnell deine Laune in den Keller sinken. Und Packs, okay, kann auch abfacken, aber ja. Hält sich in Grenzen. Deswegen halte ich mich erstmal noch zurück, was Spiele und Teambau angeht. Weil du willst nicht zu schnell gebrochen werden. Stell dir vor, du machst irgendwie so Weekend League, verkackst 4 Games hintereinander und gehst dann in die Packs und ziehst 4 Stunden nichts. Ja, 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 so ist es, ja. Dann war's das auch erstmal. Mods, die Leute, die reinkommen und schreiben, RP ist doch besser, FIFA Müll, direkt eine Woche Timeout. Ja, gut. Eine Woche, echt? Ja, 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 das finde ich sowas von respektlos. Okay. Ich kann es ja verstehen, dass die RP besser finden, aber dann sollen sie halt weiter skippen, weißt? Als ja. Wenn sie, ich verstehe die Logik dahinter nicht, als wenn ich jetzt dann sage, ach so, ey, oh, dir gefällt FIFA nicht? Ach so, Bruder, dann wechsle ich jetzt ja für dich ganz persönlich direkt auf RP. So, ja. Weißt? Ja. Klar, hä? What the fuck? Das sind die Leute, die bei ProSieben anrufen und sagen, yo, ich will jetzt Zirkus Halligalli haben, ich habe gerade keinen Bock auf TAF. Ist doch dumm. Ja, ja, so ist es. Also so richtig dumm einfach. Oder ich ziehe einfach keinen Walkout. Also ich bann die immer direkt. Instant für immer. Lifetime, ne? Du bannst gar nichts, Max. Lass mich raten, du hast deinen Chat wieder minimalistisch geöffnet. Wie meinst du? Ja, richtig klein. Ja, ja. Aber bei den Packs öffnen ist man ja voll im Chat drin. Was willst du sonst machen? Willst du, willst du intensiv auf deinen Bildschirm gucken, wie du 3 Stunden keinen Walkout ziehst? Nee. Genau. Nee.
Er hat uns nicht mal offen. Würde ich aber auch fühlen. Ich mache irgendwie bald mal einen 12-Stunden-Stream. Einfach und ohne Chat. Ja, ja. Oh, Gomez. ZOM. Komm, gönn. Okay, ein Walkout, ein dicker Walkout sollte jetzt mal langsam drin sein. Also, ich meine diesen epischen. Ja, ja, einer, der im Gedächtnis bleibt. Wenn man an FIFA 22 denkt und an Monte, dann soll man an diesen Walkout denken, der gleich kommt. Hm. So ein Hummels oder so. Du kannst mich am Arsch lecken, Max. Okay. Ich werde heute Abend wieder so ein dickes Dua machen bei mir am Bett und beten, dass dein Account gelöscht wird. Einfach gelöscht, ne? Ja. Scheiße. Ich habe gerade immer noch das beste Team auf der ganzen Welt. Wenn alle Spieler auf der Welt ihre Spieler verkaufen würden zum Marktpreis, hätte ich die meisten Coins global. Kein Chinese, kein Spanier, kein Amerikaner mehr. Weird Flex. Ja, wollte ich aber auch nochmal dann noch mal sagen auch. Ja, deswegen will ich jetzt unbedingt noch was Mächtiges ziehen, damit ich noch ein bisschen länger an der Position bleibe. Weil wenn ich jetzt hier jetzt irgendwie 2 Tage nur Schwanz ziehe, dann kommen irgendwelche und die überholen mich. Also oh, Walkout, wer ist das? Belgien, Torwart, Real Madrid, Courtois. Einige meinten, dass du gar nicht mehr, dass die meisten Dings hast, dass sich schon jemand überholt hat. Wer denn? Ich weiß nicht, haben die Nummer gerade reingeschrieben, oder? Ja, ja, sagen sie, gucken auf Transfers, ich habe ja nichts verkauft. Aber dein Titel war heute lustig von YouTube. Na? Ja. Der Erste, der Ronaldo gezogen hat, obwohl du ganz genau wusstest, dass es nicht der Erste ist. Ja, was macht man da? Huch, Ehre für einen Titel, Kappa, direkt melden. Ich habe da einen... Es ist eine Frage. Es ist eine Frage auch einfach an die Community. Das ist ein Fragezeichen dahinter. Das ist einfach. Du fragst dich das. Mit dem Clickbait hast du mich von den Gaming-Trends Platz 1 verdrängt. Ja, habe ich erstmal gemeldet, das Video wegen irreführenden Inhalt, Kappa. Das ist eine Frage einfach. Weißt du, das ist eine offene Frage an die Community, die kann jeder selber beantworten. Ist es der erste Ronaldo? Antwort? Nee. Aber die Frage, die kann man mal stellen. Aber die Frage hattest du ja schon im Stream schon selber beantwortet, weil du der Zweite warst. Richtig, richtig. Aber so bleibt es spannend. Ja, Bruder, ich fühle das. Aber ich glaube, bei dem Video hättest du es theoretisch in Anführungszeichen nee, gar nicht nötig gehabt. Nee, einfach nur, ich habe Ikone Ronaldo 94 naja, gezogen, hätte genauso viel Klicks gezogen. Absolut. Bin ich auch bei dir. Ich mach die Titel nicht. Digga, meine Fresse, Digga. Kannst du mir mal vielleicht was Gutes jetzt geben? Dieser scheiß Fehler. Und Morata, ich denke immer, die kauft jemand, aber die kauft keinen Schwanz. Nee, klar, kannst du abstoßen, Digga. Was kostet jetzt? Ich bin Platz 1 in den normalen Trends. Nee, glaube ich nicht. Auch selten. Glaubst du? Ja, doch, bist du. Die normalen Trends bist du Platz 1, ja. Na gut, ist auch fucking Ronaldo, ne? Und in den Gaming-Trends auch Platz 1. Ist halt ein guter Zug, ne? Ist halt ein guter, also ich finde R9 ist ein super Fußballer. Du wusstest wenigstens, dass es eine Ikone ist. Standardskill wusste nicht mal, dass er eine Ikone zieht. Der kleine hohen Kobold, ne. Oh, das ist hohen Kobold mäßig. Ja, safe. Ja, also der erste Walkout wäre jetzt mal angebracht, ey. Und ich meine nicht so ein Jarak, sondern ich meine, gib mir einen kleinen Dip bei meinem Poloch. Komm. So einen richtig mächtigen. Ja. Im Übrigen, ganz lustigerweise. Lustigerweise habe ich gesehen, dein VOD von gestern war nicht mehr in Deutschland verfügbar. Ich glaube, da hast du zu viel mit mir gechillt, Digga. Ist es immer mein VOD nicht verfügbar? Immer. Ist das wirklich so? Immer. Schon aber während des Streams ist das VOD nicht aber verfügbar. Aber was sagst du denn? Du sagst doch nicht einmal Hurensohn. Gar nichts! Das ist doch das Scheiß.
Ich bekomme immer Meldungen, weil ich gegen den Paragraphen zu, also Beleidigung, aber auch wegen, was war das jetzt nochmal? Ich habe das Wort gerade vergessen, mir liegt es auf der Zunge. Volksverhetzung. Ja, mein Stream ist immer wegen Volksverhetzung. Es ist, Twitch kann da ja nichts für, das ist diese scheiß ich weiß, Netz-AG. Wenn irgendeiner sagt, du machst Volksverhetzung, ich weiß, dann ja, ist ja der Stream erstmal nicht da. Ja, so, ich und weiß. Dann musst du beweisen, dass es nicht der Fall ist. Das ist das Dümmste überhaupt. Ja, Netz-AG ist so dämlich. Gestern wollten alle die Clips sehen, ne? Wie ich Ronaldo und Cristiano Ronaldo geflogen habe. Konntest du dir nicht angucken. Ging ja nicht, ging nicht. Ja, ich weiß. Ganz nicht. Oh. Ist aber auch übelst ein Reinfall für Twitch, oder nicht? Twitch kann er ja nichts für. Sie müssen sich ja Vaterstaat bauen. Ja, die müssen da aber kämpfen, dass das wieder weggeht. Inshallah machen sie das. Ja. Die wollen das pushen, dass die Leute die VODs gucken auf Twitch und nicht alle Highlights auf YouTube. Und dann kann man auf Twitch gar nichts mehr sehen. Das ärgert die ja ultra. Och man, es ist schon wieder trostlos, Digga. Wirklich. Ja, man muss auch so eine Durststrecke genießen. Weil dann schmeckt der Hit danach umso mehr. Ja. Oh, Walkout! Ja, guck. England, RM. Oh, Sancho, 87er, Costa Quanta Arschnetze. Der ja, spielt nee sogar noch bei mir. Ja, aber Sancho wird nicht. Ja, Bruder. Ja. Das 81 Tempo macht das ganze Ding kaputt. Hat der 89. Ist der so langsam? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, da hat EA wieder den Zahlendreher gehabt. Ja, wäre eigentlich 18 gewesen, ne? Nee, so meine ich nicht, Digga. Ja, komm, nimm mal mit, aber du, da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt direkt am Transfer, der auch nicht Wichser. Oh, nee, ne? Aber es ist heftig, wie die Zeit einfach wegballert. Ich habe eben gerade den Stream angemacht und auf einmal so 5 Stunden schon wieder sitzt man in den Packs und sieht nichts. Ja. Ich finde die neue Animation gar nicht so scheiße, wie alle gesagt haben. Also, die letztes Jahr war besser. Safer letztes Jahr besser. Hundertprozentig. Ja, aber wenn er so instant vor dir steht, finde ich, hat irgendwie auch was. Ich finde aber das Erraten, woher er kommt, also dieses, oh, keine Ahnung, Argentinien, Stürmer, weißt du, dieses ja, Erraten ja anhand der Nationalität des Vereins, Position, fällt irgendwie weg. Gerade bei dem Walkout. Weil jetzt ist es so, wenn er reingelaufen kommt und du hast noch ein Trikot an, wo sein Name draufsteht, erkennst du ihn halt sofort an den Namen auf dem Trikot. Aber ich finde dieses aufbauende Erraten-Feeling ist halt einfach komplett weg. Und das hat immer viel ausgemacht. Richtig. Und Ronaldo und so läuft ja gar nicht rein. Ronaldo steht ja schon. Ja. Was auch sick, Digga. Du öffnest ein Pack und da steht einfach R9, weißt du? Das Erraten ist schon. Ja, hast recht. Aber was Gutes zieht, ist immer geil irgendwie. Das stimmt. Sonst wäre ich mit schon 2200 Euro drin. Wie viel bist du drin? Ja. Das sag ich dir. Ich hab 200.000. Ja, genau. Also fast 300.000 Points. Wie ist das in Euro? Auch so 2400 Euro, 2300 Euro oder ist das mehr? 12 FIFA Points, das sind. Mach mal hier mal einer den Mathe-Lehrer bitte. Also sind wir ungefähr gleich drin. Mhm. Und der Wechsel Cristiano Ronaldo, R9, viermal Haaland, drei Legenden, Digga. Ach, Bruder, leck mich am Arsch. So frustrierend, Bruder. Gestern um 4 gab es noch schöne Deals auf dem Transfermarkt. Ich habe Ronaldinho geschossen für 2,5 Millionen. Der kostet jetzt schon 3,1. So, 600.000 plus über Nacht. Und ich habe Baby Drogba mir noch schön günstig erschossen auf der Empfehlung von Mo. Für 630.000 und der hat letztes Jahr 1,1 Millionen gekostet. Und Van Dijk. Oh, das steigt jetzt gerade nicht auf dem Markt, aber wird auf jeden Fall auch steigen. Und Varane und Van Dijk habe ich noch richtig günstig mir geholt. Ja, ich bin am überlegen, ob ich mir Mbappé holen soll. Den will ich irgendwie auch haben.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich muss ihn eigentlich ziehen, Digga. Morata, Digga, es ist so ein dummes Arschloch, Alter. Der ist so scheiße, ne? Ja, ich stoße ihn auch immer ab, Digga. Ich habe ihn noch nie einmal auf den Transfer gestellt, Kappa. Ich habe ihn immer auf den Transfermarkt gemacht. Mindestpreis ist 800 Münzen. Keiner hat ihn gekauft. Nee, nee, will auch niemand haben. Offiziell, dann geh doch einfach, Digga, wenn es dir nicht gefällt. Okay? Und geh mir nicht auf den Sack mit deinem dünnen Schiss. Wie sie dir aber am Ende des Tages doch auf den Sack gehen. Ja, es sind immer so unnötige Kommentare, die Digga, sind so die mich Kacke, sau ne? auch aufregen. Es sind generell so viele Leute einfach so toxisch. Hast du, ich hab, das fand ich ganz interessant. Ich hab ja R9 gezogen und hier mein Twitch. Oh, warte! Walkout, wer ist das? Ah, Wadi. Ach, fick dich, Digga. Noch ein bisschen Coins gibt der. Ja, alles gut. Ja, aber Digga, das ist nicht das, worauf ich warte, verstehst? Twitch und YouTube, ultra nice, haben gegönnt, gefeiert, alles geil. TikTok, haben schon viele Auge gemacht und haben mich einfach beleidigt, weil ich ja neuen gezogen habe. Top-Kommentar war, gönne ich ihm nicht. Ja, genau. Mit 5000 Likes oder so, Digga. Ja, was ist das? Ja, scheiße, Alter. Wie toxisch sind die Leute? Und dann habe ich das noch auf Twitter in der Nacht rausgehauen. Und da wurde ich nur beleidigt. Da hat mir also gar keiner gegönnt. Der war, gönne ich nicht, ich mache übel Auge, unverdient, so eine Scheiße und sowas. Die sollte man FIFA wegnehmen. Und alle haben nur beleidigt einfach. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Jede Plattform ist speziell für sich, ne? Mhm. Das kann ich. Ich glaube, auf Twitter folgen mir nur Leute, die mich hassen, Alter. Was ist das für eine toxische Plattform? Loskommen, gönn. Seit wann bist du überhaupt auf Twitter? Du schreibst doch sonst nie die Posts selber. Ich bin auf Twitter, ich gucke immer so, was abgeht. Ich folge vielen Games irgendwie so. So, da kriege ich immer so die Infos her. Und ich gucke mal so, was so abgeht auf Twitter. Doch. Also, aber auf Twitter muss ich auch echt viele Leute blockieren, Digga. Weil da so grenzdebile Gehirnverweigerungsmenschen unterwegs sind, Digga. Ja. Jean-Félix. Cool. Schmutz. Ey, dein Podcast mit Unge, habe ich mir angehört. Mhm. Übel geil. Danke, feier ich, dass ihr euch in die Kombination gepackt habt. Danke, Bruder, danke. Oh, traurig, geil. Hat auch ist auch gut geworden. Die nächste Folge wird, glaube ich, noch viel besser, weil. Also, die nächste Folge wird so eine grundsolide Folge, weil man auf die Kritik eingegangen ist, meine Audioqualität nochmal verbessert worden ist oder ich da verbessert habe. Ja. Ja. Ich muss mal kurz meiner Freundin. Wie heißt der Podcast? Chatgeflüster. Monte und Unge zusammen. Ist eine geile Kombo, weil Unge ist auch. Also, du könntest den Podcast mit viel machen können. Unge ist dann ja auch, wenn Unge dann eine andere Meinung hat, dann ist er sich da auch. Dann gibt er nicht klein bei, dann hält er da auch fest. Deswegen ist das kann das auch noch in den zukünftigen Folgen eine geile Kombo werden. Ach, Digga, ich sag dir so, wie es ist. Wenn der frech wird, ziehe ich an seinen langhaarigen roten Haaren über seine Insel und lass ihn da den Müll aufsammeln. So werden wir das sein, Digga. Aber er ist weit weg und solange er weit weg ist. Das ist gut. Nein, Simon und ich verstehen uns schon gut. Guter Mann. Wir sind unterschiedlich. Und ihr seid auch so super unterschiedlich. Deswegen. Ja, wir sind unterschiedlich, aber haben sehr viel Sympathie füreinander und Respekt und ist einfach eine gute Harmonie, Digga. Es ist auch wichtig, dass man nicht den Podcast mit jemandem macht, mit dem man eh irgendwie super oft schnackt. Weißt ja, du, was bringt dir ein Podcast, wenn du über ein Thema diskutierst und die ganze Zeit gegenseitig 69er-mäßig den Jarak in den Mund pressen und sagen, Das bringt gar nichts. Aber jetzt irgendwie, keine Ahnung. Oder wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast gemacht hätte mit Miki oder Amar oder Rumatra, mit dem ich eh jeden Tag schnacke, oder mit Leuten, die du immer zockst, das bringt ja nichts. Ja, stimmt, da hast du recht. Oder ich habe wirklich schon jeden Infospieler gezogen, ne? Außer die was wert sind. Die kommen einfach ganz komisch, die kommen nicht in mein Pack.
Die, die viel Geld kosten, sind einfach nicht in meinen Packs. Nur die billigen Hosenscheißer. Ja, richtig. Aber guck mal, guck diese Übersicht mit den Informs. Da sind ja auch einfach drei geile Informs. Ja, Bruder, aber ich habe alle schon doppelt und dreifach Scheiß gezogen. Ja, das ist richtig. Oh. Regel Nummer 3, echte Gangster haben keinen Twitter. Regel Nummer 4, Idiotensöhne sollen das Maul bei mir im Chat halten für eine Woche. Einer von uns beiden wird gleich einen Hit haben. I hope. Wollen wir eine kleine Wette machen, Billy. Max? Let's go. Max. Hä? Wollen wir eine Wette machen? Ach du Scheiße. Wie schaut die aus? Wir haben es jetzt 21.12 Uhr. Was hältst du davon, wenn wir bis 22 Uhr Packs ziehen, bis zum Umfallen, und derjenige, der die beste Karte da drin hat, muss dem anderen 200, also mir ist egal, 200, 400, 500 Community Subs giften. Was? Wie viele? Ich dachte 100. Nein, Bruder, 100 ist doch... 100, wie viel ist das? 100 sind 320 Euro oder so. Ist doch perfekt. Nein. Du bist doch... 100 Sub gift. Bist du ein Special-Streamer oder 0815-Streamer? Ein Geringverdiener oder ein Großverdiener? Beantworte mir die Frage. 200. Also ja, ich ist schon lukrativ, der Stream auch. Also warum ist... Oh, Walkout in Form RAV Italien. Nix, Schmutz. Faraoni? Der hat alle 70. Scheiße. Subgifts. Das sind 800 Flocken. Geht doch. Einmal Werbung schalten jetzt. Das ist einmal Werbung schalten. Nein, Bruder. Was ich gerade sagen. Ja, 200 Subs. 200. Lass doch 250 Subs machen, dann ist das so eine glatte Summe von 1000er ungefähr. Besser für einen YouTube-Titel. 1000 Euro Wette. Ja, 1000 Euro Wette. Und wir laden gleichzeitig hoch. Ja, okay, aber dann aber am Wochenende ist schon mein Upload-Plan voll. Da müssen wir es für nächste Woche machen, theoretisch gesehen. Easy. Okay. Hat dein Cutter den mal von meinem Cutter? Das weiß ich nicht, aber Leon hat schon einen kleinen Burnout, hat er mir gesagt. Ja, ja. Weil er jetzt gefühlt das erste Nur Mal... Ja. Ja, ja, der hat sich direkt mal... Auch. Der hat sich erstmal direkt Urlaub genommen, so ein Ding ist das. Ich habe es so gestern so nachts um 1, jo, ich habe R9 gezogen, das Video muss jetzt kommen. Weiß ich auch nicht, ist halt schon ein bisschen brutal. Okay, 1000 Euro, wer die bessere zieht, okay? Okay, ab jetzt oder was? Bis 22 Uhr, ab jetzt, okay, ich mache ganz schnell mein Intro, bis gleich. Der Profi, Digga, bei mir gibt's kein Intro. Bei mir gibt's kein Intro. Ich ziehe einfach Packs, Digga, das ist das Einzige, was ich kann in diesem Spiel. Bruder, wenn der gleich Pelé zieht, Digga, dann raste ich komplett aus, ne? Oder irgendein 90er wieder, Digga. Sein Account ist so, Digga, von EA geküsst. Komm. Komm schon, Bruder. Ich brauche jetzt einen guten Spieler, Digga. Dann bin ich ungeschlagen in drei Wetten. So, ich habe im ersten Pack einen 85er gezogen. Ja, ist doch in Ordnung, Digga. Okay, aber ganz kurz, wir reden nicht über den Wert des Spielers, also Transfermarktwert, sondern über das Rating, ne? Das Rating, links oben das Ding, ne? Du kannst jetzt auch einen scheiß Kane ziehen, der ist 90 und kostet nichts, aber der würde wahrscheinlich die Wette gewinnen. Und 90er Kane wäre schon verdächtig auf den Sieg, ja? Genau. Auch wenn er keine Kunst hat. Okay, Fernando 84er, mein Bester jetzt.
glaub dran. Ja, du, Digga, also eine Dreiviertelstunde ist eine lange Zeit. Da werden, ja, da kann viel passieren. Da kann sehr viel. Ja, oh, Walkout! Toni Kroos! Nee, Vardy, Digga, Huren. Egal, aber 86er. Ja, Vardy? 86er, du führst wieder, okay. Damit führe ich. Okay, fängt schon mal spritzig an, Digga. Ist schon, Vardy schon mal gut, ja, okay. Der sah von hinten aus wie Toni Kroos, Digga. Wunderbar. Hätte geschmeckt mit 88, ne? Aber ja. Eine Dreiviertelstunde ist viel. Ja. Walkout! Oh, wer ist das? 86er. Skriniar. Nie gezogen. Krass, direkt unentschieden. Alter, wie ist das ein brutaler Start? Ja. Okay, das geht um 1000 Euro. Ja, ist schon ein bisschen Nervenkitzel, ich versteh's. Ja, so machen die 100 Packs, die ich hier sehe, wo zwei gute Sachen drin sind, so macht es das dann auch erträglich, verstehst du? Was soll ich denn aus einer Stunde hochladen auf YouTube, Digga, wenn drei Spieler davon gut sind? Digga, das sind dann eineinhalb Minuten auf YouTube, weißt du? Da musst du ja dich irgendwie ein bisschen, ne? Clever, smart, ja? So läuft das. Ja, so läuft das, Digga. Ja, Big Mac, schick mal Trimax eine Squad-Stream-Einladung, bitte. Haben wir doch schon seit Stunden. Nein, ich habe keinen Squad-Stream mit dir. Klar. Ja? Hat Big Mac das angenommen, oder was? Bester Mann, Biggie. Ich hab instant angenommen und Dings hat sofort gestartet. Henderson, 84er, Alter, das kommt gut jetzt. Ewig schon, klar. Ach so, ja, ja, moin. Du sagst 45 Minuten ist viel, besser, aber ich sag jetzt hier gerade 4 Stunden oder nichts gezogen quasi, ne? Ich meine aber für die Wette ist das viel, Digga. Für die Wette ist das viel. Ja, okay. Für die Wette ist das viel, Digga. Für die Wette ist das relativ viel. Also eine Dreiviertelstunde lang Packs ziehen, da kann viel passieren, Digga. Überleg, wohin habe ich mit Danny zum Schluss bei der Wette die letzten 10 Packs, egal was da rauskommt, ist, die höchste Karte gewinnt. Ja. Und in der letzten ist Pogba gekommen, Digga. Das war schon ein epischer Moment, Alter. Ich würde mich jetzt ehrlicherweise in einem Mbappé sehen, Digga. So, das ist so dieses weißt sichere genau Ding. Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Witzig, ne? Ja. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr... Oh, Griezmann 85er, erste Mal gezogen. Costa Quanta, Arschritze. Griezmännchen, ja, Bruder. Muss los. Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt wäre es der richtige Zeitpunkt. Jetzt wäre stark. Für den ersten 90-Plus-Spieler. Falls mein Mikrofon kurz leiser ist, Chat, ich muss einmal ganz kurz Teamviewer anmachen. Die eine Flamme am PC ist ausgegangen. Das Ding ist, ich habe halt schon so viele über 90er gezogen, dass mein Glück verbraucht ist. Oh, Walkout in Form. Was? 79er? So verarsche. So, ist mein Mikrofon jetzt zu leise? Ich komme ganz kurz. Nee, alles gut, alles beim Alten. Das war dann auch kein Walkout im Übrigen, ne? Ja, aber 6 Flammen. Ja, okay, aber kein Walkout. Ja, irgendwie, aber 6 Flammen ist irgendwie... Aber er ist nicht da, hast du recht. Überführend. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Scheiße, vielleicht war das zu gierig von mir. Ich habe zweimal Kane, Lewandowski, Oblak, ich hab R9, Cristiano Ronaldo, ich habe schon 10 Leute über 90 gezogen. Ja, aber du musst es ja so sehen. Das habe ich vorhin zu Danny auch gesagt. Wenn man sagen würde, also wenn man es mit Fußballmannschaften vergleichen würde, dann bin ich der Drittligist, der krampfhaft versucht, ein Spiel gegen Erstligist zu gewinnen, aber ich krieg nur Drittligisten-Spieler, verstehst du? Und du bist diese erste Liga, dieser Bayern München, der schon alles krasse. Also quotentechnisch solltest du deutlich im Vorsprung sein, weil dein Account schon gegeben hat, meiner noch gar nicht.
Und das seit jetzt, jetzt habe ich aufgehört, ich bin jetzt bei 2500 Euro. Ich habe noch nicht einen 90er-Spieler, du hast gefühlt schon 10 90er-Spieler. Verstehst? Stimmt. Dein Automat ist prall gefüllt und schmeißt Freispiele über Freispiele. Ich warte immer noch auf mein allererstes Freispiel. Und meistens ist das erste Freispiel, auf das du stundenlang wartest, ziemlich scheiße. Stimmt. Stimmt, warst du schon mal in der Spielhalle oder woher weißt du das? Nein. Mertens, Gries Mertens, Schmutz. Komm schon. Ja. Oh, Walkout! Jaco, wie viel hat der? In Form? 85. 85? Ist immer noch Gleichstand. Und Jaco ist nichts wert, Digga. Kannst du abstoßen. Gefühlt. Mhm. Ich lass dich, glaube ich, spielen. Wahrscheinlich. Jetzt ist aber krass. Ich hatte gerade 2 Stunden lang keinen Walkout. Jetzt kam schon. Ich hoffe, das ist der einzige Walkout. Ist 86er oder 85er gewesen, Jaco? Gib mir doch einen Neymar. So, einen kleinen süßen Neymar. Ne, ich habe noch kein Spiel gespielt, Diggi. Mit welchem Controller spielst du gerade? PS5-Controller. Ja, gibt's noch keine Dings? Von meinem Partner noch nicht, nein. Wer ist dein Partner? Scuff Gaming. Ja, wir haben beide einen 86er. Max und ich haben beide schon 86er gezogen, Chat. Echt? Hab ich? Nee. 85. Achso, 85, stimmt. Nee. Ah ja, ich bin einen in Führung. Ja, sorry, mein Fehler. Vardy hattest du, ne? Vardy hatte ich, ja. Vardy hatte ich. Ja, mein Fehler. Ach, wie hieß noch? Ach nee, stopp, wen hab ich denn halt im Intro gezogen? 85er ja, hattest du da aber auch. Skinjana, das waren 86er, schreiben alle. Nein, du hattest einen 85er. Also direkt im Intro, nee, wir hatten beide einen 86er. Ja, du hattest nicht im Intro einen 86er, im Intro hattest du einen 85er. Wir haben Gleichstand, beide 86er, der Chat ist schon wieder am Verarschen. So wie ich es von Anfang an gesagt habe, war es auch. Okay, ja gut, stimmt. Ich hatte einen 86er, ist ja geil. Ja, wir hatten beide einen 86er, ja. Okay, das ist geil. Screen, ja. Wieso ziehst du so eine? Kann man sich gar nicht merken. Komm schon. Ich meine, ein bisschen mehr als ein 86er soll doch drin sein, oder? Komm schon. Ja, muss, dass wir auch stellen. Was machen wir bei Unentschieden, wenn wir beide 86er haben? Das sehen wir dann, wenn es soweit ist, ja. Gibt mehrere Möglichkeiten. Verlängerung oder der beste Spieler aus 10, 15 Packs, aus einem Pack, aus zwei Packs. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir es da machen können. Aber am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt. Wir haben beide noch 35 Minuten. In 35 Minuten kann eine Menge passieren, Bruder. Eine Menge. In 35 Minuten kann auch richtig, richtig wenig passieren. Ja, aber in 35 Minuten verzichtet ihr die knapp 30.000 FIFA-Points, die ich drauf habe. Okay, vielleicht nicht ganz, aber knapp. Ich nehme ja auch nichts mit eigentlich. Ich stoße ja fast alles ab. Nee, Chat, also sag euch ganz ehrlich, ich bin drüber weg. Nasenpacks, Fußpacks, Schwanzpack, Kylo-Pack, das bringt alles nichts, Digga, das ist Zeitverschwendung. Früher hat das vielleicht nochmal was gebracht, jetzt ist das einfach nur noch den Digga. Alter. Kannst du dir nicht ausdenken. Ist genauso wack, Alter. Weißt du, früher Clash Royale-Dinger immer, weißt du, was so richtig die Videos waren, die abgegangen sind, wenn neue Karten kamen in Openings? Hm? Da haben irgendwelche anderen, irgendwelche 13-Jährigen, ich lasse meine Schildkröte Super Magical Chest öffnen oder ich lasse meinen Hamster und dann stopft er seinen Hamster aufs iPad und lässt ihn öffnen und einer hat irgendwie eine Schlange und jedes Tier hat schon eine Clash Royale-Chest geöffnet. So eine Scheiße einfach.
Und die Leute haben das so geguckt. Boah, ist das wirklich so angekommen, oder was? Hä? Ist das wirklich so angekommen, ja? Ja, die Clash Royale-Spieler waren damals 9 bis 12, Alter. Die finden das geil, wenn irgendwie eine Katze eine Kiste öffnet. Ich hätte es mir auch angeguckt, hätte ich zu dem Zeitpunkt Clash Royale gespielt, Digga. So, wo ist denn jetzt mein Morgoni, ey? Wo ist denn mein Dipper in der Poritze? Komm, dipp mich. Gib mir einen kleinen Dipper. Ich finde es auch gut. Letztes Jahr hatte ich ja auch in einem Pack-Duell Cristiano Ronaldo gezogen, ne? Warst du da auch dabei? Nee. Das war aber mit zwei. Nee. Ich hatte gegen zwei ein Pack-Duell. Oder das waren Reapers oder Mickey oder sowas. Das ist halt schon mächtig. Wenn du dann, wenn du jetzt Ikone ziehst in einem Pack-Duell, dann ist das schon. Aber da muss die Ikone auch mindestens 89,90 sein. 86, 85 ist gebrochen. Alles, was jetzt in Richtung 90, also 89, 90, 91, ist schon dann gefühlt Gewinner. Ja. Richtig. Und letztes Jahr, als du hier warst, hatte ich sogar eine Ikone gezogen mit Larsen, aber trotzdem verloren, glaube ich, gegen Pogba oder sowas. Ja, stimmt. Pogba habe ich gezogen, ja. Naja, noch relativ am Ende. Du hattest so eine Scheiß-Ikone, glaube ich, ne? So eine Billig-Ikone. Larsen. Ja, einen schwedischen Larsen, kennt keiner. Aber bei dir war auch legendär. Ich kann auch nochmal in nächster Zeit vorbeikommen und dann können wir Packs ziehen. Safe. Das Problem ist, Miki ist schon völlig zerbrochen. Wir wollten ja am 27., wenn das Ding offiziell rauskommt, 72-Stunden-Stream machen. Bei dir, oder was? Ja, bei mir im neuen LAN-Party-Studio da. Und jetzt, wenn er 72 Stunden durchzieht, werde ich wahrscheinlich immer noch mehr Coins haben als er gegen R9 und CR7. Das ist schon ein bisschen fies auch. Das hat ein bisschen gebrochen. Dann zieht er nur Gommes, Alter, nach 8 Stunden. Elias war auch gebrochen. Ja. 48 Stunden Early Access, der hat nichts anderes gemacht außer Packs auf. Ich glaube, Eli sein bester war Goretzka-Chat, oder? Stunden Packs öffnen. Das Beste ist Goretzka. Ah, jetzt ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich zieh aber auch nur Scheiße, Digga. Ich zieh nur Scheiße, da kommt ja gar nichts. Ja, bei mir also, nichts. Ja. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, hast du recht, ja. Gleich wird einer von uns schreien. Ich hoffe. Eine halbe Stunde. Wenn ein besserer Spieler zieht 1000 Euro. Ich fass es nicht. Digga, ich zieh nur diese Dreckscheiße. Warum ich die Sachen, die ich noch nicht habe, nicht in den Verein tue, weil ich die sowieso nicht brauche. Was soll ich die ganzen 83er da drin haben und so? Das ist nur Speicher und langsam und nervig. Ich stoß alles ab, Digga. Alles abstoßen. Smart. Geht schneller, kann mehr Packs ziehen, es geht um 1000 Euro, Digga. SBC draufgeschissen, die kaufe ich da vom Transfermarkt. Ich bin der, der die überteuert dann kauft, freut euch. Und ich bin der, der schnell Coins braucht und dann einfach Leute viel zu günstig. Walkout! Suarez, okay, 88er, nehme ich mit. Oh, was? Es war scheiße, ein scheiß Spieler, Digga, der ist Schmutz, aber für die 88er? Ja, für die Wette ist das gut. Okay. Ach. Fuck. Hab ich eine halbe Stunde Zeit, um 88er da drüber zu ziehen? Eine halbe Stunde nur? Ui, also 87er noch verkraftet, aber 88, wen gibt's denn da? Fuck. Einige. Digga, so alles zehn, so scheiße. 10 Ter Stegen, whatever. Der kostet 9.000 auf dem Markt. Wie kannst du mit so einer Pfeife gewinnen? Mit Suarez, meinst du? Ja, der ist so. Ja, Bruder, ich hätte mir auch gerade was anderes gewünscht, Digga. Hallo? Jetzt mach dich so, Digga. Als wenn ich mich über Suarez 88er freue, Digga. Den spuck ich an. Normal hätte ich den abgestoßen. Ja, richtig. Aber der Suarez 88er gibt dir einfach 1000 Euro. Und ich zieh nur Schwanz und muss 1000 abdrücken. Ja, warte mal ab, Digga. Gleich ziehst du nicht Schwanz, sondern Pussy. Okay. Thank you.
Gib mir doch jetzt bitte mal ein Cristiano Ronaldo, ein Mbappé, eine Ikone, die mir gefällt. Irgendwas, EA. Ein Suarez ist nicht das, womit ich mich zufrieden gebe. Scheiß Suarez. Wie schnell die Zeit auch vergeht. Jedes Mal, wenn ich einmal ganz kurz auf die Uhr gucke, ist 2 Minuten um. Piqué, Alter, ist noch nicht mal mehr ein Walkout. Bei Roe halt wieder RP Cops Fail aus der Hölle. Trucker Point, erzähl, interessiert mich. Ja, das ist auf dem Server ziemlich nervig. Walkout! Hummels, Hurensohn. Der guckt vielleicht zu. Hummels, der ist mir scheißegal, Digga. Den stoß ich ab. Hummels ist oft auf Twitch unterwegs. Ja, ist mir egal, ich stoß ihn ab. Ich spucke auf ihn in FIFA zumindest. Real ist er korrekt vielleicht, aber in FIFA spucke ich ihn sowas von an, Digga. Da spucke ich ihn so an, Digga. Grüße gehen raus an Hummels. Nee. Ich krieg nur Boardspieler. Ich habe jetzt 9 Boardspieler hintereinander. Ah, Trucker Point, was für ein Schmutz, Digga. Das ist ja echt Ding. Ja, dann habe ich jetzt ein Ziel. Dann will ich jetzt Oblak. Oblak ist 91, 90. Ich will Oblak oder Donnarumma. Ja, ich bin nicht zufrieden. Also klar, ich führe jetzt, aber Digga, ich ziehe Hummels. Und wer war der andere? Ich habe schon wieder vergessen, wo so scheiße war der. Was mit wem bin ich jetzt gerade? Was? Wadi hattest du doch. Nein, Suarez. Guck mal, das sind meine Highlights. Ja, Suarez. Das sind meine Highlights, Digga. Hummels und Suarez. Selbst wenn du mit Suarez ein Pack-Duell gewinnst. Selbst wenn du deren Werte alle zusammenmixst, also addierst, kommen sie nicht auf die Karte wie ein Mbappé. Verstehst du, wie ich meine? Die sind so scheiße, Digga. Kackt Suarez. Oh ja, ich hab so ein paar Leute, die ziehe ich immer wieder. Benzema habe ich schon 5 Mal gezogen, der wird ja jetzt auch ballern. Die sollen jetzt mal kommen. Was hast du jetzt damit? Komm schon, EA. Gib mir einen kleinen Dipper. Einen kleinen Lichtblink, bitte. Hummels sitzt neben mir und ist beleidigt, Kappa. Delfinreiter, der sitzt sich neben dir und ist im Schlafzimmer deiner Mutter, Kappa. Auf möchte gerne immer lustig sein. Kann ich auch. Ich kenne dir vom Herzen. Danke, Bruder. Mach kein Auge. Also wenn ich jetzt bis 22 Uhr keinen Walkout ziehe. Warum immer Mutter beleidigen? Ich kann auch Vater beleidigen, wenn du da so Lust hast. Ich bin da relativ variabel. Trimax gewinnt das noch. Ich habe auch so was in meiner Urinblase. Also ich würde sagen. Gleich kommt wieder. Oh, fickt euch alle! Ja, Digga, ich hab da. Dann mute ich mich die Instant, Digga. Ich will's gar nicht. Dann geh ich einfach offline, Digga. Ja, okay, geil. Ja, schön, wenn so ein richtig mächtiger noch kommen würde, ne? Ja. Aber auch einen, der Coins gibt. So ein Neymar würde ich jetzt noch sehen. Neymar zu toppen ist, Bruder. Oh, oh Gott, ich hab geskippt. Oh, und vielleicht Lewandowski, war Pole. Ach, Digga, jetzt nie. Hurensohn, Digga. Abstoßen. Wie hat der? Ach, 87er. Abgestoßen. Sowas stoße ich jetzt provokant ab, Digga. Digga, was ist so eine Scheiße in meinen Packs, Digga. Es ist jede. Immer die gleichen Hackfressen habe ich in meinen Packs, Digga. Lewandowski ist Schmutz, ja, Brudi. Aber ich habe hier gerade eine Wette am Laufen für 1000er, Digga.
Nein, niemand hat Neymar gezogen. Tassos, beruhig dich. Noch. Komm schon. Boah, Digga, ich bin auch ne. Ich ziehe hier ein Pack nach dem anderen. Das ist so rekordverdächtig, wie schnell ich die ziehe, Digga. Ich ziehe auch richtig krank schnell. Ich stoß alles ab. Ja, ja, ja. Ich skip auch alles rein, Digga. Auch Bildschirmspieler, ja, ja, skip ich. Ja. Das ist so ein Schmutz. Es ist wirklich, Digga. Wo bleibt denn mein Reinfick-Spieler? Mein kleiner Po-Dipper, mein Juicer. Bonus, Bonus, Bonus. Come on. Ach, Digga, leck mich doch am Arsch, Alter. Es kommt kein Walkout, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Digga, meine Zuschauer fiebern auch mit, die haben so viele Punkte auf mich gesetzt. Alle ihre Treuepunkte, dass ich das Pack-Ding gewinne. Die sagen die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit sauer auf mich, weil ich nicht ein Walkout bekomme. Ich sag, ihr habt doch eure Coins eingesetzt, Mann. Holy shit. Selber schuld. Na, zeig mal den Rowhead-Clip her, den wir mal nebenbei angucken. Den gucken wir uns an, die Zeit muss sein. Er soll hinter mir weggehen, er soll hinter mir weggehen, er soll hinter mir weggehen. Keiner ist hinter mir, keiner ist hinter mir. Das ist ein alter Clip, Digga. Dafür schicke ich dich direkt eine Woche auf die stille Treppe, dafür, dass du mir einen 3 Tage alten Clip reingepostet hast. So ein Digga, also Bruder, wirklich. Eigentlich müsste ich dir dafür permanent bannen, Digga, dass du meine Zeit verschwendet hast. Würde ich tatsächlich machen. Digga. Du bist viel zu gutmütig. Das Lustige ist, Digga, ich werde immer dafür gehatet, dass ich so hart bin. Bei dir feiern die das. Ja, ist so. Weil sie sehen es auch selber ein. So Opfer! Ja, das ist der richtige Clip. Nach hinten! Ich hab oh mein Gott! Bekommen. Nach hinten! Keinen Walkout, noch das kannst einmal. Du nicht aus. Nach hinten! Nach hinten! Alter, ich will nicht mehr LP spielen. Ich will nicht mehr LP spielen, raus. Das ist so traurig, Digga. Es ist so ein GT. Es ist so ein. Digga. Oh mein Gott. Nach hinten. Noch einmal. Nach hinten. Nach hinten. Das ist so ein Fail, Digga. Die haben so keine Ahnung, wie RP funktioniert, Bruder. Es ist so traurig. Es ist so traurig, Digga. Also, die Person sollte gebannt werden, die das war. Permaban auf dem Server. Was hat er gemacht? Er hat irgendeine Alte so ein bisschen nachgemacht. Sie hat gesagt, noch einmal, dann schieße ich. Er hat gar nichts gemacht, hat keine Waffe in der Hand, gar nichts. Er macht sie einfach nur nach und macht sich so gesehen lächerlich über sie. Das ist der Grund, dass sie ihm Headshot gibt. Sehr RP-geil, also realistisch as fuck. Sehr gut, wirklich. Sehr gut. Oh, Walkout Müller! Scheiße, Müllers Scheiße! 87er Müller. Scheiß Müller, ja, Mann, das ist doch. Die arbeitet sogar beim Support, ja, Digga. Dann sollte sie ja gekündigt werden. Re-Rap. Verkaufen, was kostet? Und bei. Ihr müsst euch vorstellen, die machen da eine Entführung. Das heißt, sie haben noch Geiseln in drinne. Okay, und die Polizei. Ihre Aufgabe, SEK, ihre Aufgabe ist, die Geiseln zu beschützen. Was glaubt ihr, was passiert, wenn man es jetzt mit der Realität vergleicht, was passiert, wenn draußen einfach jemand abgeknallt wird, weil er sie nachmacht? Also, Brudi, das ist kein RP, das ist einfach nur wahllos dumm. Und ich werde noch einmal mit Sparta jetzt ein Wort reden und ihm sagen, wenn das noch passiert, dann werde ich diesen Server sowas von tot haten lassen, Digga. Das ist mir auch scheißegal. Das ist meine Hut, Digga, und da laufen so viele Schwanzlutschen. Ja, ich will jetzt nicht. Aber da laufen sehr viele Idioten rum. Das nervt einfach. Hast du auch einen Stream-Snipe-Metagaming-Problem? Ich habe einige Stream-Sniper. Das ist was anderes, Digga. Das ist was anderes. Das hast du immer auf jedem Server, wärst du Leute haben, die dann eventuell
eventuell dieses Problem hast. Das ist etwas, was man lösen kann, verstehst du? Aber wenn SEK und Polizei auf einem RP-Server, die geschult sein sollten und die gerade eine so wichtige Komponente auf diesem Server sind, denn RP besteht aus zwischen Gut und Böse, verstehst du? Und wenn diese Polizisten wahllos rumknallen, weißt du, ich starte RP und hab Bock, Scheiße zu machen. Überfall, whatever, ein bisschen Leute verarschen, so. Man hat da gar keinen Bock mehr drauf, auf dem Server reinzugehen, weil man weiß, die Situation wird in den meisten Fällen von den Bullen sowieso kaputt gemacht, weil sie nicht wissen, wie RP funktioniert. Stimmt. Ich habe aber auch den einen oder anderen Banküberfall als Einsatzleiter wurde der Polizei ganz schön in den Sand gesetzt. Ja, Bro, sei mir nicht sauer, aber dann sollte da auch die Bestrafung folgen, oder hätte er folgen sollen. Weil Polizei ist halt so ist wirklich der Grundmeilenstein. Minuten noch. Also bei mir ist Durchstrecke, Digga. Also 88 ist schon mächtig. Ja. Ja. Bei dir kommt aber auch gerade nichts mehr, ne? Okay, ein Münzenpack. Wer führt? Monte führt mit einem. Ein 88er, ich habe einen 87er. Ein 88er habe ich, ja. Meiner ist Müller, seiner ist Scheiß Suarez, sorry. Walkout! Veran, Digga! 86er, oh mein Gott, linkes Pack. Linke Seite, Digga, aber super. Maschallah, super geil, Digga, teuer. Für die Wette nicht gut, aber ich führe ja noch. Vorschau-Pack, Digga. Bruder. Ja, das Pack möchte ich kaufen. Und das kaufe ich auch mit Münzen, Digga, weil ich es hab. Veran. Behalten. Nein, Chat, glaubt es mir. Das ist nur Zufall. Dummer Zufall. Die linken Packs sind nicht besser. Sind wir jetzt auch ein linkes auf? Mach. Dauert das lange, das ist ja richtig dumm. Ja, das dauert auch, genau das ist es. Das dauert auch einfach zu lange. Wie lange dauert das? Das mache ich nicht. Ich hab, also kein Witz, ich habe irgendwie 18 Boardspieler gezogen. Ich habe mehr Boardspieler als alles andere. Master Exe, gib mir nicht auf den Sack, Digga, sonst bist du ja schnell weg, als du gucken kannst, okay? Mach die Packs, auf die du besitzt. Dürfte ich das? Nee, ne? Nein. Ja, ich dachte mir schon. Scheiße. 15 Minuten nur noch. Und es kommt kein Walkout. Es kann nicht sein, dass Müller das Beste ist. Schon komisch, dass man die 6,7 Millionen hat und Trimax nur 2,2 Millionen. Aikai Arisch. Digga, wenn du keine Ahnung von FIFA hast, dann... Bruder. Oh, Walkout! Lörres, jawohl! Lörres! Ach, Digga, der ist 87. Oh Gott, Digga, sie kehre bei meiner Kreuzung, Digga. Na. Wie viele Walkouts machst du? Ja, aber es bringt mir nichts. Da kommt nur Scheiße, Junge. Scheiße. Ich hatte gedacht, Lörres war doch letztes FIFA geil. 89 oder so, ne? Ich bin nicht salzig, Bruder. Alles cool, aber dumme Kommentare kriegen eine dumme Antwort. Ist ganz easy. Digga, es ist der 19. Boardspieler, das ist auch ein Witz. Wie die Zeit dahin schmilzt, 14 Minuten. Es gibt SPCs gibt es, ja? Ja.
Immer nur schlechte Laune bei FIFA. Bruder, ich hab bumpermäßige Laune, Digga. Ich chill mit meinem Homie Trimax zusammen. Wir haben Spaß, wir machen easy Upload. Digga, meine Laune ist super. Alles entspannt. Klar, die Packs nerven ein bisschen, aber Bruder, du hast mich noch nie schlecht gelaunt erlebt. Noch nie. Es ist auch wieder geil. Später sind, glaube ich, wieder alle am Start irgendwie. Warte, ich muss mal kurz einen Timeout verteilen, Digga. Für heute. Dann sitzt sie mit 6 Leuten im Discord. Und Gucci 85er, lol. Und alle ziehen nur Scheiße. Wann kommt RP? Diesen Monat auf jeden Fall noch. Ich hoffe, das reicht dir als Antwort, Digga. Veran ist ein heftiger Pull. Safe, Bruder. Ich will mich nicht beschweren. Veran, sehr guter Spieler. Einer der besten Standard-Innenverteidiger. Goldkarten. Safe, bin ich ganz bei dir. Freue ich mich auch sehr drüber. Aber aktuell haben wir eine Wette laufen, wer den höchst gerateten Spieler zieht. Und deswegen freue ich mich nur semi darüber, weil ich brauche irgendwas mit 89, 90, um hier mich sehr sicher zu fühlen. Aktuell führe ich mit einem 88er und einem 88er kann man schnell gleichziehen oder toppen. Veran behalten oder verkaufen? Ich würde ihn wahrscheinlich sogar erstmal behalten. Der steigt noch mal. Suarez wieder, Digga. Das kann's doch nicht sein. Was? Nochmal Suarez? Digga, ich werde ihn so abstoßen jetzt, Digga. Ich werde ihn so abstoßen, den kleinen, grauhaarigen Nussknackersohn abstoßen. Jetzt will ich auch Suarez. Das kann nicht sein. Ich habe 22 Sportspieler. Du hast 7 Walkouts oder 8. Bruder, ich habe so viele Walkouts gezogen und am Ende kommt Max mit einer einzigen Karte, die meine gesamte Ehre anspuckt, misshandelt, bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken aufstellt. Ich fühle mich im Torwart. Ich habe irgendwie Oblak, Alisson, Ederson, irgendwie sowas. Donnarumma, ich spüre einen starken Torwart irgendwie. Komm schon. Ich ziehe fast doppelt so schnell wie Trimax. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass Trimax versagt. Er zieht schnell, aber... Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schnell zieht wie ich. Geht doch, was soll ich denn schneller machen? Geht nicht schneller. Zack, zack, zack. Spielst du auf PS5 oder PS4? PS5. Mhm. Gut, ja, dann letztes Schon. So, kein Walkout direkt skippen. Zack. Wie viel Points hast du verzogen, seit wir gestartet haben? Oh, gar keine Ahnung. Das wäre ein Fun Fact. Es geht nicht schneller, es geht nicht Vielleicht schneller. Weiß es jemand aus deinem Chat, wie viele. Ja, vielleicht hat es jemand. Ich kann gleich den Anfang meiner Aufnahme angucken. Mhm. Wieder Bordspieler, 23. Bordspieler, 23, das ist krank. Kein Walkout. Wie steht's beim Duell? Ja, schlecht. Und da zweimal Suarez als 88er, mein bester 87er mit Müller. Ich habe noch 10 Minuten, Mann, und ich krieg kein Walkout. Zieht Trimax gleich schnell. Okay, gut, dann hat der Typ verarscht. Die ersten Premium-Packs in FIFA 22 werden zum Black Friday kommen. Und ich sag mal so viel, freut euch da nicht zu sehr. Das werden die ersten Lightning-Rounds sein. Also die ersten Lightning-Rounds, sorry. Die ersten Lightning-Rounds werden zum Black Friday sein und die werden schneller weg sein, als ihr gucken könnt. Also das ist jedes Jahr die gleiche Piste, Digga. Man lädt für gefühlt, also wir als Streamer laden für 3.000 Euro auf und werden die nicht ansatzweise los, weil das so schnell weg ist. Ja, letztes Mal war ja nach 2 Minuten, das ist ja scheiße. Jeder kriegt einen. Ja. Alter, das bleibt spannend. 9 Minuten noch. Bordspieler, 24. Bordspieler. Maguire. Das tut so weh, Hunter die ganze Zeit abzustoßen, Digga. Scheiße.
Scheiße. Ja, Mr. Sönke, ja, aber ich meine jetzt Lightning Rounds, komm erst zu Black Friday. Komm. Hey, das gibt's doch nicht, Mann. Komm schon. Eine Viertelstunde nichts mehr bekommen. 8 Minuten noch. Oh, wie die Zeit, wie schnell vergeht die? Mhm. 24. Bordspieler. Fuden. Komm schon, ein Juicer. Juicer, komm. Juice me. Ein Popo-Dipper. Komm schon. Ein Walkout noch. Ein Walkout noch, komm. Keine Flammen. Komm schon. Komm schon, Digga. Es geht in die entscheidende Phase. 7 Minuten noch. 7 Minuten. Digga, das ist so krank. Wie, also die Minuten gehen hier in 10-Sekunden-Takt weg. Das geht gar nicht. Alle Uhren gehen gerade falsch auf schon. Der Welt. Gönn mir. Ja, ich gönn mir. Ein Walkout. Oh, Walkout! Benzema! Benzema! 89er. Ja! Das ist durch. Das ist so frech. Du hast so hart Suarez, Benzema, du hast alles hoch, hä? Richtig. Und noch ein 81er. Boah, das ist Schmutz. Okay, damit gehe ich in Führung. Benzema auch wieder absoluter Arschritze wert. Kein Spieler, über den ich mich freue, werttechnisch. Aber für das Ranking ist es gut. Damit ziehe ich ein vor von 88 auf 89. Trimax muss jetzt mindestens ein 89er oder 90er ziehen, um gleich zu ziehen oder in Führung zu gehen. Das ist in 7 Minuten, in 6,5 Minuten ein bisschen schwierig. Ein Lloris, Digga. Nee, gar nicht wahr. Ein, hier, Ter Stegen oder Neuer. Ederson, Neuer, Oblak, Donnarumma. Es gibt viele. War schon sehr unwahrscheinlich. Kein Workout. Scheiße. Die Belüftungsanlage hier unten, Chance. Boah, was hat die gekostet? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. 5, 6, 7, 8 Scheinchen? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich weiß es gerade nicht. Ein bisschen was auf jeden Fall. 25. Bordspieler. Ich hol mir schnell was zu trinken, Digga. Scheiß drauf. Warte, ich zieh, wenn ich rausgehe. Ne? Gönn mir jetzt den dicken Walkout. Der Stuhl erledigt das. Das ist 26. schon. 26 Bordspieler? Krank. Das ist, finde ich, richtig krank. Wir sind in einer Dreiviertelstunde. Digga, Coutinho, Kauleiste. Da brennt gar nichts, keine Flammen. 4,5 Minuten noch, wie die Zeit wegrast. Das ist doch, also das ist ja heftig. Das ist ja richtig krank. So schnell ist die Zeit noch nie vergangen. Costa Quanta vom PC. 27 der PC, als ich ihn bekommen habe, so wie er hier stand, war im Wert von 15.000 ungefähr. 27 Bordspieler. Komm. Nee, ich habe mich an den PS5-Controller nicht gewöhnt. Also ja, in meiner Hand schon, aber ich finde ihn von Handling immer noch deutlich schlechter als den Scuf Impact. Der Scuf Impact wird für immer der beste Controller bleiben vom Handling her. Kann ich 100% Hardcore Doll bestätigen und ich bin kein Scuf-Partner. Ja. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, warum. Ich schließe den immer wieder an. Ja. Bordspieler. 27. Bordspieler. Ist doch gut. War das Hernandez? Ja. 28, ich verziehe mich immer. 28 Bordspieler. 29 Bordspieler. What the fuck? Ist das normal? Da kommt leider was Dickes. Ich merke das schon, Digga, bei ihm. Aber was erwartest du zwischen 200 und 200 Euro Controller und 60 Euro Controller? Es geht nicht um die Wertigkeit des Controllers, es geht um die Form.
Es geht um die Form und auch der PS5-Controller könnte eine andere Form haben für den gleichen Preis, verstehst? Ist aber viel kleiner, das ist schon mal scheiße. Mhm. Naja, Scuf Impact kommt, wird auch für die PS5 kommen, ja. Denke ich mal. Oh, Walkout! Ah, Aguero 87er, Digga. Schmutze. Ich krieg nur die scheiß Walkouts. Ich weiß, das hilft Trimax jetzt nicht weiter gerade. Aber es sind nur die scheiß Walkouts, Digga, die nichts wert sind. Die kann ich alle abstoßen, Digga. Schmutz. Wartet mal ab. Es sind jetzt noch knapp 2,5 Minuten. Es würde zu Trimax passen, dass er gleich ein Walkout bekommt, 90er, und das war's. Ja, richtig, aber ich werde gleich noch den 30. Boardspieler ziehen. Habe ich, 30. Mhm. 30 Boardspieler. Krank, oder? In dem Fall finde ich es sympathisch, Digga. Wenn die Wette zu Ende ist, kriegst du Mitleid von mir. Jetzt finde ich es gerade gut. 30 Boardspieler in 45 Minuten, ist Wahnsinn. Das ist Weltrekord. Morgen YouTube-Upload. Ich bin der Erste, der 30 Boardspieler hintereinander zieht. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Scheiße, 2 Minuten noch. Kommen wir nochmal ein. Also ich will... 2 Minuten noch, ja. Ein Walkout, dass ich kurz Hoffnung habe. Lass ihn scheiße sein. Aber viel Hoffnung. Komm schon. Juice me. Gib mir einen Po-Pixer. Nichts. 1,5 Minuten noch. Komm schon. Stell dir vor, er zieht jetzt auch noch einen Walkout und auch Benzema. Digga, dann bin ich gebrochen. Komm schon. 31 Boardspieler. Komm schon. Bring das Ding nach Hause, komm. Bring das Ding nach Hause, Monte. Eine Minute noch, komm. Eine Minute noch, komm. Letzte Minute geht los. Nichts. Eine Minute noch, komm. Hab ich irgendwo Sekundenzeiger? Komm. Auf deinem PC kannst du unten rechts auf die Uhr klicken. Keine Zeit. Ja, dann frag nicht. Das stimmt. Komm schon. 3 Packs sind noch möglich. Oh ja, fuck it, das ist da. Nichts. 25 Sekunden noch. 25 Sekunden. Mindestens 2 Packs noch. 2 Packs wird knapp, oder? Nichts. Boardspieler abstoßen. Ein Pack noch. Letztes Pack. Eins schaffe ich noch. Letztes Pack. Okay, letztes Pack bei mir. Komm schon, noch geschafft. 4 Sekunden noch, hab's geschafft. Letztes Pack. Bei mir nichts. 1000 Euro an Monte. Gar nichts. Mhm. Gar nichts einfach. Schmeckt. Holy shit. Psch, ungeschlagener Pack-Herausforderer. Die dritte Folge. Scheiße. Die dritte Runde in Folge. Erst Amar, dann Solution und jetzt Trimax. Insgesamt. So ein Scheiß. Insgesamt, glaub, 3.500 plus gemacht. Schmeckt. Wir können noch verlängern, theoretisch gesehen. Wie verlängern? Ich mach dir jetzt einen crazy Vorschlag. Hä? Und du musst nicht sofort Ja sagen, du musst einfach nur auf dich wirken lassen. Okay. 250 Subs stehen auf dem Spiel, das sind 1000 Euro. Ich mach alles oder nichts. Entweder 2000 oder 0. Also ich hab nichts zu verlieren, du hast einiges zu verlieren. Ich gebe dir nur als schwerer Sportsmann die Chance, noch wieder auf gleich zu kommen. 10 Packs ziehen und der aus den 10 Packs das höchste Rating hat, hat gewonnen. 10 Packs höchstes. Was kann ich verlieren nochmal? Wie? Was du verlieren kannst? Wie? Wir wetten nochmal den gleichen Einsatz. Entweder du bist danach auf noch 0. 1000 ja, Euro. Ja. Entweder du bist danach auf 0. Oder du schuldest mir danach 500 Subs.
Max, versteh mich nicht falsch. Ich weiß, dass deine 1.000-Euro-Wette schon viel war. Normalerweise machst du es nicht. Du musst das nicht annehmen. Das ist jetzt keine Herausforderung. Ja, ja, ja. Ich bin nur ein fairer Sportsmann und gebe dir die Chance und sag nicht sofort, Hand auf, mach. Wie lange machst du noch Packs auf? Jetzt? Ja. Weiß ich noch nicht genau. Halbe Stunde, Stunde? Halbe Stunde, Stunde. Mhm. Nein, Max, ich werde nicht eine halbe Stunde, Stunde jetzt nochmal die Wette machen, Digga. Nee? Wieso nicht? Nein. Was? Das ist zu viel für die Nerven, Digga. 10 Packs ist zu krank. Wir können auch ein Pack. Das ist zu viel für die Nerven? Wir können auch ein Pack machen, Digga. Ein Pack um 1.000, das ist doch krank. Um 2.000 geht's für mich im Übrigen. Mhm. Also bis 22 Uhr. Nee. Ich geb dir einfach die Subgift. Okay, alles cool. Bin ich easy mit. Wir können ja immer noch wetten. Aber irgendwie morgen oder so. Okay. Dann ziehe ich jetzt einfach weiter. Dann bitte einmal 250 Subs einlösen. Ich bedanke mich und die Community auch. Ich mich auch. Wir zählen jetzt aber mal ganz kurz einfach mit, Chat. Hätten wir die 10er-Wette gemacht. Und zähl du bitte auch gleich diese 10 Packs mit. Nur so scherzeshalber, okay? Nur so, okay. So, erstes Pack wäre bei mir ein 81er mit zwei Informs im Übrigen in einem Pack. Meiner wäre 77. Okay, dann das nächste Pack, bei mir das zweite. Ich zähle heimlich für mich mit. Ja, 82 höchst immer noch. Alter, der September ist ja gut. Mhm. Oh, bei mir kommt Walkout. Robertson, 87er. Das wäre eine starke Ansage gewesen, Digga. Das wäre gefühlt Genickbruch gewesen. Das hätte mich getötet. Im dritten Pack ein 87er. Puh. Okay, ich zieh weiter. Ich kann noch 7 Stück ziehen. Ja, ja. Und du hältst mich auf dem Laufenden. Ja, und danke dir für die eingelösten Wettschulden, Bruder. Klar, gerne. Immer wieder gut. Okay, viertes Pack, nichts. Fünftes, auch nichts. Das waren schon 7 Packs, habe ich einen Braunspieler. Ernsthaft? Mein bester ist ein 82er. Bruder, die 500 Subs hätte ich mir echt schmecken lassen, Digga. Boah, die wäre zu krass gewesen, Alter. So smart, um hier rauszugehen. 2 Stück habe ich noch. Das Beste ist ein 82er. Und letztes Pack. War nichts. Also somit hätte ich gewonnen. Max hat gerade sein letztes Pack gezogen. Warte, eins habe ich noch. Achso, eins hast du noch, okay, gut. Das ist das letzte. Was haben wir? Bordspieler. Okay, dann hätte ich mit 87er gewonnen. Dann hätte ich mit einem 87er gewonnen. Aber ganz doll. Max weise, dass er es nicht gemacht hat. Ja, sehr weise. Ja. Scheiße. Boah, das hätte geschmeckt, Digga. Das wäre zu brutal, Alter. Das wäre ja bam, 2000 minus einfach so. Neben dessen, dass man die ganze Zeit die Packs öffnet. Ach, Digga, jetzt ist das eine Lagerfeuer schon wieder aus. Moment. Spieler. Kein Walkout mehr. Ja, sehr lange.
Könnte ich dich aber noch nachträglich brechen, wenn ich jetzt tatsächlich einen Neymar oder einen Mbappé ziehe, ja, ne? Nee. Die 240 Subs habe ich mir ja mitgenommen. Also, ja, das stimmt, aber... Nee. Was würdest du lieber haben? 240 Subs oder einen Mbappé? 250 Subs. Echt? Ja. Ich würde einen Mbappé nehmen. Nee, Digga, einen Mbappé können wir auch immer noch kaufen. Ah, okay. Guck mal, du musst ja so sehen. Ich habe jetzt zweieinhalbtausend ungefähr verballert in FIFA. Ich sehe es aus wirtschaftlicher Lage nur noch bei FIFA. Ehrlich, so ganz ehrlich. Nicht jetzt im Stream, weil Packs, die macht mir Spaß. Ich sehe es aber von dem Geld, was ich ausgegeben habe. Ich habe 2.500 Euro ausgegeben, die kann ich steuerlich noch ein bisschen absetzen. So, davon habe ich bis jetzt 3 Videos produziert. Alle Videos gehen über 10 Minuten, sind alles Wetten. Sagen wir mal, jedes Video kriegt 500.000, 600.000 Aufrufe. Das sind dann ungefähr mit den Videos, die ich mache, sagen wir zwischen 7.000 und 10.000 Dollar. Sagen wir, es sind 6.000 Euro. Steuerlicher Abzug sind 3.000 Euro, die ich damit verdiene, habe ich Geld verdient. Gut. So sehe ich das. Stimmt, ist eigentlich ganz praktisch, wenn man pro Folge 500.000, 600.000 Klicks macht, ne? Ja. Das stimmt. Rechnet sich's einfacher. Ja. Er versteht mich nicht falsch. Ich habe Spaß an FIFA. An Paxton sowieso. Aber ich muss auch aus der wirtschaftlichen Sicht einfach sehen, weil ich verballer hier schon sehr viel Geld. Wir verballern hier schon sehr viel Geld. Ja. Am Ende ist wichtig, dass ich gute Laune habe, dass ihr gute Laune habt, dass wir uns alle unterhalten fühlen. Und das ist gegeben. Und der VGA-Verlust zahlt sich nicht von alleine. So ist es, denke ich. Richtig, ja. Bordspieler. Werner, lol, aber der ist doch gut, oder? Werner ist gut, Digga. So gut, dein Bester bis jetzt. Oh, den muss ich behalten. Heute. Der war viel zu billig, sagen alle. Geht nur für 50.000 weg. Werner, geil. Ich habe mir noch überlegt, ob ich mir den kaufe. Der kostet 60.000 auf dem Markt. Und der wird noch richtig steigen. AVB, RP bringt mehr Cash. RP, Digga. Italiano, ja, werden wir noch. Boah, jetzt mal wieder irgendwas, das ist ja voll scheiße. 5,5 Stunden sitze ich hier und guck nichts. Neues, was zum Thema Einbruch? Nee. Also der Receiver, auf dem die ganzen Aufnahmen gespeichert sind, 2 Receiver. Ein Receiver kostet 800, 900 Euro. Die habe ich jetzt beide zur Polizei gebracht. Na? Hab mir extra neue Receiver gekauft, weil ansonsten wird bei mir nichts aufgezeichnet. Also hab Minus gemacht, nochmal 1.600 Euro Minus. Und die Polizei hat noch nicht mal angefangen, Dinge auszuwerten. Weil, woher weiß ich das, dass sie das noch nicht ausgewertet haben? Die sind passwortgeschützt. Wenn sie anfangen, die auszuwerten, müssen sie nach dem Passwort fragen. Haben sie noch nicht gemacht. Lol. Perfekt. Ja, natürlich, Sabo, bin ich ganz bei dir. Hättest die Aufnahmen einfach auf dem USB-Stick ziehen können. Brudi, du weißt es nicht besser, deswegen raste ich jetzt auch nicht aus. Alles gut. Aber Videoaufnahmen der letzten 5 Monate von 12 Kameras auf dem USB-Stick zu ziehen, Brudi, dann wird es aber erstmal gefühlt 2 Wochen kein Stream geben, weil es so lange dauern würde. Das sind, Digga, das sind hunderttausende Aufnahmen. Gefühlt. Die natürlich nicht alle wichtig sind. Aber trotzdem haben wir alles rübergeschickt. Und dann soll die Polizei dann den Praktikanten hinstellen, der sich jetzt anguckt, 3 Wochen lang. Digga, dafür haben sie ja die Praktikanten. Walkout? Oh, komm, gönn. Das ist schon wieder die Maria, ja. 87er. Immerhin mal was. Ja, aber nichts wert. Nee, gar nichts. Also hätte man sich auch schenken können, oder?
Aber krass, du hast gar nicht gecheckt. Ich weiß gar nicht, wie sie das anfühlt, einen Walkout zu haben. Fühle ich. Ich weiß gar nicht, was passiert, aber was sah es anders aus als sonst? Ja, dreimal schon der Messi-Fake. Nice und wieder der Kack. Ob ich den Spannungsbogen bei den Walkouts vermisse? Ich vermisse allgemein den Walkouts, Digga. Jetzt Benji, keine Ahnung, Digga. Aber soll ich das wissen? Sehe ich aus wie die Auskunft? Du bist doch hier der FIFA-Profi. Nee, weiß wirklich nicht, Digga. Kann ich dir nicht sagen. Alter, die Punkte, wie sich die wegziehen. Oh, jetzt ist aber auch echt eine Durchstrecke, Digga. Nach Benzema nichts mehr. Varane hat Geschmack, stimmt. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Varane war ein guter Pick. 7 Millionen FIFA-Coins drauf. Münzen. Ah, oh, schon alle, Digga. Perfekt. Ein Huni, Reducer. Ja. Irgendwann wird die Kreditkarte auch glühen, Digga. Das weiß ich jetzt schon. Irgendwann wird die streiken. Genau jetzt? Oh, ne, doch nicht. Beste Karte aller Zeiten, Digga. Alter. Nee, ich hole mir kein EA Play für 10% Rabatt, denn ich kann die Packs absetzen. Es wäre eigentlich relativ dämlich, mir 10% Rabatt zu holen. Oh, Walkout, wer ist das? Frankreich, Torhüter? Lloris. Okay. Okay. 87er oder 86er ist es, ne? Ja, ja, es ist immerhin passiert mal was. Schade, mehr. Klar, Raphael, kann man auch reduzierte Sachen absetzen, aber nichtsdestotrotz, ich denke, du weißt ja, was ich meine. Ein Juicer, Bruder. Ginter. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen die Glücksmusik, warte. Oh, Deutschland Sturm, Chelsea. Nochmal Werner, wie geil. Oh, der schmeckt, Digga. Der ist auch was wert.
Alter, das ist ja okay, 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 kann, dann wir arbeiten. Was kostet der? 50.000 und eigentlich muss ich den behalten. Er steigt noch stark. Ich wollte mir schon in Werner investieren. Scheiß Murata. Ach, der Packs auf, das ist nur Müll hier. Ja, das T-Shirt ist von Ralf Lauren, Bruder. Ganz kurz gemutet, Max. Jetzt die Legende bei der Musik.
die Melodie ist so Baba-mäßig, Digga. Und mir ist so scheißegal, ob euch die Musik gefällt oder ob euch das nervt. Oh, wir haben den Van Dirk! Ja! Van Dirk! Modernerweise! Van Dirk, du Arschgeige! Ja! Geil! Was ist passiert, hä? Kurz weg, was gibt's? Van Dirk! Was? Du ziehst mal ran an Van Dijk? What the fuck? So hatte ich es mir vorgestellt. Das ist ein guter Spieler. Van Dirk, ein sehr guter Spieler. Dirk der Ehre, Bruder. Ich hab die beide gekauft, Mann, weil die so teuer noch werden. Ja, Digga, der wird aber noch hochgehen. Trust me. Ja, ich weiß. Schmeckt. Das ist sehr gut. Und jetzt mache ich eine Sache. Den ersten Step. So sieht mein Team noch aus an der Stelle. 7 Millionen Coins auf der hohen Kante. Ist komplett Bronze wieder. Ja, alles. Ich habe noch gar nichts gemacht. Diggi, das ist nicht böse gemeint, aber ich spiele doch gerade FIFA, okay? Be to the Hustler. Also geh mir bitte nicht mit RP-Scheiße auf den Sack. Okay? Einmal nett jetzt noch gesagt, ansonsten gibt es einen Sperma-Bann. Mein Gott. So. Okay, jetzt machen sie alle für eine Woche auf die stille Treppe, Chat. So. Ach, die Perma. Nein. Achtung, Chat. Habe ich von Dirk auf Transferliste geschoben? Schmutz. Ui. Nein, also. Schon wieder 3 Millionen Coins, da kommt schon. Da kommt schon einiges rum, ja. So, jetzt machen wir das erstmal. Einfach nur mal fürs Feeling. Damit kann man arbeiten, Chat, oder? Damit kann man für den Anfang erstmal arbeiten. Vorschau-Pack. Komm. Ganz kurz 10 Sekunden gemutet, Max. Also Chat, ich muss wirklich eins sagen, es ist wirklich auch, ich muss eine Sache sagen, es soll nicht undankbar klingen, aber ich ärgere mich gerade schon wieder, dass mit RP und auch mit FIFA ein gewisser Hype wieder auch was Subs etc. angeht auf meinen Kanal gekommen ist, weil es sind einfach so viele ungenießbare Menschen hier im Chat, obwohl sie Subscriber sind. Ich möchte es noch ein einziges Mal sagen, Digga. Ich bin hier gerade am FIFA-Spiel mit meinen Homies. Und was andere Streamer machen, wer bei mir ein Praktikum machen will, es nervt, Digga. Es nervt extremst. Wenn ihr nichts zu melden habt, was hier gerade den aktuellen Stream angeht, dann haltet euer Maul. Es nervt. Ihr macht den Stream-Chat dadurch kaputt. Es nervt einfach. Es ist einfach nur nervig, Digga. Lasst uns doch einfach eine gute Zeit haben. Und was in anderen Streams passiert, lasst es doch einfach in den anderen Streams passieren, aber nervt mich damit nicht, Digga. Okay? Danke. Nee, Brusttrompete, finde ich jetzt auch nicht cool, dass du Salz in die Wunde streust. Ich habe noch keine Legende gezogen.
doch einige Content Creator, die einfach genauso viel Geld ausgegeben haben wie wir und einfach das ganze Jahr lang keine Ikone gezogen haben. Mood zum Beispiel, der hat einfach, keine Ahnung, 14.000 ins Game reingebuttert ohne eine Ikone. Ist doch schrecklich. Stefan, es wird nicht einmal weiß bei dir. Ja. Gott. Das stimmt, da hast du recht, Digga. Das ist ganz traurig, Digga. Das wünsche ich dir auf keinen Fall, das wäre zu hart. Na, dazu ist mein Portemonnaie aber auch zu dick, Digga. Würdest du so lange ziehen, bis die Ikone kommt? Ja. Safe. Ist das jetzt hier eine Ansage? Nein. Okay. Ich hatte auch gerade Glück mit Van Dirk, Digga. Ich hab, wenn es gar nicht mehr geht, mache ich Game of Thrones Musik an und hoffe, dass was kommt. Und Game of Thrones hat gegönnt. Also ich meine, heute war jetzt... Digga, übel krank von dir. Du hast Van Dijk und Varane. Ja, also das ist ein sehr guter Pick heute gewesen. Van Dirk und Varane heute, guter Tag. Walkout? Oh, ZIV? Ach, der schon wieder. Skriniar. Scheiße, ist der Kacke. Den hasse ich auch. Ja. Was hast du schon eingezahlt? Ich bin jetzt mit 239,50 Euro dran. Ich bin jetzt bei 2600 Euro, 2700 Euro. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nicht richtig mitgezählt. Irgendwie bei 2600, 700 Euro. Kann auch 3000 schon sein, ich weiß nicht. Ich glaube, Solution übernimmt für euch die Nachtschicht, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat sich schlafen gelegt gegen 13 Uhr und hat irgendwas gesagt von, er muss so seinen Schlafrhythmus fixen, dass er gegen 11 Uhr noch beim Sushi-Lieferanten bestellen kann. Digga, der ist so verloren, Digga. Also ich denke, Solution wird heute für euch die Nachtschicht übernehmen. Also wieder... Hattest du auch mal so eine Phase, wo du einfach so immer bis 9 Uhr morgens wach warst und hast du bis 17 Uhr gepennt? Noch nie in meinem ganzen Leben, Digga. Ist auch ein Albtraum. Nee. Bei mir ist seit... Oh, Opa, Mikkel, das ist gut. Bei mir ist mein Schlafrhythmus eigentlich schon seit 10 Jahren so, wirklich. Ich gehe so zwischen 2 und 4 pennen und stehe so zwischen 10 und 12 auf. Mittlerweile ist bei mir der Schlafrhythmus eigentlich fest drin. Mein Wecker klingelt immer um 10 Uhr. Samstag? Sonntag. Sonntag bin ich zum Beispiel um 10 vor 8 aufgestanden und bin um 3 Uhr schlafen gegangen. Ja, es ist bei meiner Oma ähnlich. Irgendwann schläft man nicht mehr so lange. Ja, Max, Digga. Auf dem Papier bin ich vielleicht älter als du, aber wer sich wie ein alter Sack fällt, das bist du, Digga. Ja, das ist richtig. Ja. Ich meine, im Gegensatz zu dir gehe ich regelmäßig piss und habe keine Windeln um. Ja, richtig. Ja, gut, auch wieder richtig. Ja, du lässt einfach laufen, Digga. Ich sitze hier einfach 16 Stunden, gehe nicht aufs Klo. Nee, am Sonntag bin ich um 10 Uhr aufgestanden, aber weil Dings. Kylo mich geweckt hat. Also Kylo hat mich geweckt und normal, wenn ich alleine penne, dann stört mich das nicht. Dann kraule ich ihn, lass ihn zu mir kommen. Er legt sich zu mir, trampelt über mich rüber, ich kenne das. Aber meine Freundin ist bei mir gewesen, hat bei mir übernachtet und die ist da noch nicht so dran gewöhnt, wacht da vielleicht von auf und ich bin jemand, der sehr viel Rücksicht auf andere Personen nimmt, die schlafen. Und deswegen, als Kylo wach geworden ist und ich gemerkt habe, er will ein bisschen kurz eine Minute kuscheln, über mich rüber trampeln, bin ich sofort aufgestanden, bin mit ihm rausgegangen, habe die Tür zugemacht, habe meine Freundin noch bis 11 pennen lassen. Oder bis um 9:45 oder so, weiß ich nicht mehr ganz genau. Weil ich kann jeden Tag auspennen, meine Freundin nur samstags und sonntags, versteht ihr?
Also ich ziehe nur Scheiße. Also ich ziehe nur Scheiße. Das kann doch nicht sein. Ich nehme das so für normal und dann öffne einfach immer weiter. Aber ich sitze hier jetzt einfach seit 3 Stunden und es kommt nur Scheiße. Hm, ja. Ich muss gleich irgendeinen Full-Bronze-Spieler Free-to-Play einfach völlig zerlegen und dann öffne ich weiter. Leute, ist Rumatra online? Ich will nochmal gegen sein 18.000 Coins-Team antreten. Ja, Magma ist so, aber alles gut. So. Ne, ich mach die Musik jetzt aus. Ja. Schon was Gutes gezogen. Ja, heute war besser. Ich habe Varane gezogen, Pogba. Pogba. Van Dijk, Bruno Fernandes, also heute war gut. Ja, sehr gut dann. Nicht im Verhältnis zu dem, was ich reingesteckt habe, aber heute waren wenigstens einige Spieler dabei, die ein bisschen Cash in Tash bringen. Sons of Anarchy oder Black, das vielleicht soll ich mir dann erst anschauen, ich würde Sons of Anarchy dir erfüllen. Und ich habe 250 Subs von Trimax gewonnen. Also heute war ein guter Tag. Krass, dass du gegen jeden das Pack-Duell gewonnen hast. Das ist total unwahrscheinlich. Ja, schmeckt. Schmeckt, Digga. Einen guten noch. Ja, ich will noch einen guten und dann will ich ein Game machen irgendwie. Ich krieg nur Bordspieler, aber das läppert sich ja. Hm, ich hab hier noch 7 Packs, was ist denn das? Okay. Ich bin nur Bordspieler schon wieder. Krass. Mein Account ist irgendwie kaputt. Ach Digga, Max, du kannst das ganze FIFA's Maul halten. Nee, aber ich meine positiv kaputt. Ich hab, also, ich hab nur Flammen. Also ich öffne manchmal 10 Mal Bordspieler hintereinander. Und der gibt halt jedes Mal wenige tausend Coins. Aber das lohnt ja übel. Nur Board. Vorhin ja auch. Ich habe ja in 45 Minuten 32 Bordspieler gezogen. Ich krieg total viel Coins dafür. Mhm. So, komm, hier muss doch. Hier muss doch ein dicker Juicer drin sein. Oh, okay. Und ich meine, schlecht geht's uns ja nicht. Also mittlerweile 2,7 Millionen Münzen. 7,2 Millionen Münzen. Krank. Bitte gib den Geist nicht auf Kreditkarte. Danke. So, letzte Packs. Dann bin ich für heute durch, Digga. Dann habe ich, boah, gut was angezündet heute.
Weil die heute auch heftig, finde ich. Oh, heute war nicht so gutes Wetter. Komm schon. Ich bin nochmal kurz gewidert, Max. Krank. Einfach Ibra abgestoßen, was soll ich mit dem, Digga? Das ist nichts wert. So. Die kommen alle nochmal als Ikon wieder, dann ist der mächtig, ne? Ibra als Ikone, meinst du? Ja, wenn der irgendwann kommt, ja? Ja, gefühlt in 10 Jahren, der spielt ja noch. Nicht so lange noch? Ja, nein, aber es wird schon noch einen Augenblick dauern, bis der als Ikone in dem Spiel ist. Hallo? Hey, gut! Ich war nicht mehr so lange, weil ich war jetzt auch schon, ich bin seit 12 Stunden da. Was? Mal, wir wollten noch ein Game machen. Nee, wir machen heute nicht nochmal ein Game. Ach was, ich brauche nochmal ein. Ich hab jetzt 6 Stunden nichts gezogen. Ich brauche das ein bisschen als Aufmunterung. Du hast wirklich nichts gezogen? Nee. Du brauchst ein Aufmunterungsgame? Ich habe um 1000 Euro mit Monte gewettet und hab verloren. Oh. Hey, aber gestern hattest du 2 gute Pulls. Ja, ich weiß, komm. Auf jeden. Instagram bin ich auch noch so cool. Aber ich würde gerne nochmal gegen deine 18.000 Points spielen. Heute ist dein erster Tag FIFA. Ey, du lachst, Monte, aber er hat schon ziemlich geschwitzt vorher. Ja, ich hab geschwitzt. Ja, aber ich fühle Max da. Er braucht diesen Aufbaugegner. Einfach mal kurz mal in Full Bronze einfach mal ran. Ich hab mal Kra abgestoßen. Ja, muss halt mehr aufblinken. Ich wäre sogar noch eine Runde dabei, aber vorher musst du mir sagen, wie du es gemacht hast, dass du weiterziehen kannst, obwohl die 10 Stunden vorbei sind. Das sag ich dir nicht im Stream, aber ja. Okay, weil die Info brauche ich, weil ich kann sonst morgen auch noch 3 Stunden spielen und das ist halt... Spielst du auf der PS5? Ja. Du hast 20 Stunden. Okay. Ja, safe. Das müsst ihr mir beides sagen, wie es geht. Also bei mir steht der Timer, also bei mir läuft... War nicht nett. Bei mir steht der Timer... Der Timer läuft bei mir runter. Wenn ich jetzt FIFA öffne, steht da restliche Spielzeit 3 Stunden. Ach so. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Ach so, okay. Ja, ich kann jetzt auch den Trick jetzt nicht in. Nee, jetzt auch den Trick nicht hier jetzt. Okay. Ihr habt da keine Angst vor. Also, ihr habt. Dass ihr diese. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist alles in Ordnung. Nicht, dass ihr nachher 10.000 Euro reinpayt und nachher. Nein, das nicht. Okay. Das ist genau wie, keine Ahnung. Ach, du kannst, glaube ich, die PS5-Version auf der PS5 10 Stunden spielen und die PS4-Version auf der PS5 auch nochmal 10 Stunden. Könnte das sein, Chat? Von der Logik? Das klingt gut.
Das wäre schon mal in Ordnung, das wär, klingt zumindest mal legal. Ja, genau so ist es, ja. Okay, gut, dann habe ich ja nochmal, da habe ich ja zumindest nochmal 10 extra Stunden. Und ich kann die PS4-Version auf der PS5 runterladen, ja, das geht. Ja, das habe ich auch. Ja, ja. Okay, das ist wild, dass das überhaupt funktioniert. Und dann kannst du auch nochmal 10 Stunden auf der Xbox-Version spielen, kannst auch auf die PlayStation runterladen. Nee, ey, Max, wir spielen morgen, okay? Nee, lass ein Game. Jetzt direkt, ich bin fertig mit der Öffnung. Jetzt direkt, okay, dann aber jetzt. Dann jetzt direkt ein Game. Gewinnst du 100 Subgifts, direkt. Yeah, und ohne Best of Three, ohne alles. Roh, direkt, ungefiltert, rein ins Matra, Game. Bitte fick ihn, Digga. Bitte, tu mir ich den kann Gefallen. Ihn nicht ficken. Ich hab seit FIFA 2006 nicht mehr gespielt. Ich hab 15 Jahre nicht aber gespielt. Der ist und ich hab 10.000. Er ist wirklich schlecht, ja. Ja, ist so. Es ist wirklich so. Ich bin so viel schlechter geworden als letztes Jahr. Mach doch mal ein Spiel ohne Ultimate Team, sondern mit normalen Teams. Um 100 Subs gibt. Das ist krank. So behandelst du also deine Freunde, Max? Ja, genau so behandelst du. Das Ding ist, ich kann ja nichts. Das Ding ist, ich habe ja nichts zum Verlieren zum Glück. Ja, genau. Er hat vorher nur 3-0 verloren und seitdem habe ich mir auch schon ein paar Tricks wieder angeschaut. Und er hat schon sehr viel so gemacht. Also, du hast schon. Es hätte auch 3-2 ausgehen können. Oder 2-2. Also es war. So ein Schlawiner, ich hab so scheiße gespielt. Ich weiß nicht, warum ich so schlecht bin. Du kannst es dir nicht vorstellen. Mein Team hat wirklich. So schlecht war ich. Mann. Mein Team hat wirklich nur. Ist wirklich nur 10.000 Points wert. Hast du nur Bronze-Spieler oder was? Nee, aber auch Goldspieler sind echt günstig. Aber Max, warum gönnst du ihm denn nicht mal eine 100er PSN-Karte, Digga? Ja, wenn Free-to-Play, dann richtig. Ja, ich würde auch gar nicht. Also selbst und wenn er jetzt Glory ist dann weg und dann ist er einfach nur irgendein Loser, der 100 Euro ins Game gesteckt hat. So sieht's aus. Du würdest so kein Geld ins Game stecken, oder? Niemals. Niemals. Das, nee, also das machen alle. Das machen auch Big Spin, Reaper, Chef Strudel, alle Road to Glory. Das ist einfach zocken. Wer macht? Road to Glory? Reapers, Chef Strudel, Big Spin, Rumatra und noch ein paar. Und ich spiele immer wieder gegen sie und nehme sie richtig auseinander. Ja, okay. Aber wenn sie gewinnen, kriegen sie 100 Subgifts. Das Ding ist, ich finde. Also, dass du sagst, du hättest mich die letzte Runde komplett auseinandergenommen, nee, ist schon nicht, mutig. Also, das ist schon mutig. Max, ich werde euch komplett auseinandernehmen. Max meinte vorhin, dass du der schlechteste Gegner bist, gegen er je gespielt hat und er nur mit einer Hand gespielt hat. Ja. Ey, Spiele gegen Freund geht nicht. Kommunikationsprobleme. Warte kurz. Bitte verstehen, was soll ich machen? Muss eh erst alles starten. Also, Romatra, ich setz noch einen oben drauf. Solltest du gegen Trimax gewinnen, gifte ich dir 300 Community Subs. Das ist krank, Alter. So sehr wünsche ich mir, dass du ihn fixst. Jetzt ist er zu nervös, Alter. Das geht nicht, das ist zu viel. Er hat einen Hustenanfall bekommen, sich in die Hosen gepisst. Das Ding ist, du kannst da draus ja nicht mal Content ziehen. Das ist mir scheißegal, ich mach das doch nicht aus Content. Nein, ich mach das doch nicht wegen Content, Digga. Max macht das immer nur wegen Content. Ich mach das, damit ich Max gebrochen sehe, endlich mal. Ah, okay. Er wird sich jetzt so anstrengen. Ich kann nicht gegen einen Freund spielen, hallo? Bei der Kommunikation mit den FIFA Ultimate Team Servern ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuche es später erneut. Hä? Ey, da musst du dir noch einen Battle Pass kaufen im PlayStation Store, damit das funktioniert. Alter, was ist das denn? Ich will einfach zocken. Hä? Kannst du mich einladen, Romatra? Ich kann's probieren. Warte kurz. Ich kann dir einfach joinen, das geht, glaube ich. Wenn du geh mal in eine Lobby rein, ich konnte dir vorher einfach beitreten. Ja, da war ich aber Ach, du kannst auch gar nicht in. Ich kann nicht da ins Freundschaftsspiel rein. Neu starten einige. Spiel schließen. Ne, ich hab jetzt auch. Ich bin nach unserem Game, Max, bin ich aufgegangen, hab GTA IP gespielt. Das war's. Also ich hab auch nichts mehr weitergespielt. Ich bin jetzt so gut wie gerade eben. Das wird wahrscheinlich genauso ausgehen. Ich bin auch nicht besser. Ich hab keinen neuen Spieler, ich hab nichts Neues. Bei mir ist auch gerade richtig Totentanz in den Packs, Digga. Nach Van Dirk, Bruder, wurde aber ja, direkt komm, der du hast Zeiger heute sehr gut gezogen. Ey, Max, komm. Ich habe noch nicht eine Legende, Digga. Bin jetzt mit 2700 Ja, das ist richtig, aber wenn du nur heute betrachtest, in der Zeit, die du gezogen hast und was du bekommen hast, war das schon ziemlich gut. Ja. Ist Legende gleich Ikone? Oh. Ja, genau. Okay. Jetzt geht's. Sauber. So, letztes Spiel 3-0. Ja, heute kam ein bisschen was Gutes. Pogba, Bruno Fernandes, Van Dijk und Verran waren so die Highlights heute. Also bin zufrieden mit der Ausbeute. Plus 1000 Euro Wette, die ich gegen
Trimax gewonnen habe. Also kann mich nicht beklagen, Digga. Scheiße, ich habe auch... Gewinnbringender Tag. 1000 Euro. War das 1000 Euro in Subs oder waren das 1000 Euro? Ja, 250 Subs. Uff. Yep. Was war die Wette? Wer einen besseren Spieler zieht. Mein bester Spieler war Scheiß Müller. Und er hat drei bessere Spieler als Müller gezogen. Ei. Gebrochen. So, ich gehe jetzt hier in die Gamebase und dann gehe ich dir, dann join ich dir einfach. Geht das hier? Das heißt, wenn du jetzt gewinnst, kriegst du 400 Subgifts tatsächlich. Wir wegen einem Game. Einfach halbe Weltmeisterschaftsgruppe beitreten. Digga, es wären jetzt so viele Viewer, die gerne in deiner Position. Würden mir auch so werde aber trotzdem verlieren. Ich werde wieder so scheiße, kacke spielen, obwohl ich einfach. Ich war okay, oder? Was? Monte? Was? Ich war letztes Jahr okay, also als wir gespielt haben. Ich war nicht gut, ey. Boah, weiß ich nicht mehr, Digga, ehrlich nicht. Also so ganz schlecht warst du nicht, nein. Ich weiß gar nicht, hast du ein Spiel gegen mich gewonnen letztes Jahr? Ich habe ein Game 7-2 gegen dich gewonnen. Und danach habe ich dich die ganze Zeit gefickt. Ja, das ist richtig. Hm. Ja, nee, auch ein Hutpick, mein Korn. Richtig. Einfach nur ein Huhn, kein Blindes. Ein Huhn. Ja, stimmt, der Spruch, Digga. Also, ein Huhn pickt eigentlich nur ein Korn, die machen nichts anderes. Auch ein blindes Huhn pickt mein Korn, Digga. Ich kenn, Digga, diese Sprichwörter, ich denke immer, ich hab's nicht voll drauf, dabei verkacke ich sie immer so extrem, Digga. Auch ein Huhn. Auch ein Huhn pickt mein Korn. Nichts anderes. Okay, auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Komm, ein paar Münzpacks noch. 5 Münzpacks. Scheiße. Vernachlässige nicht RP. Digga, niemand hat nach deiner scheiß Meinung gefragt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du mein Steuerberater oder von der Postbank mein Kontoberater bist. Also, verpiss dich, Digga. Meine Fresse, so, Junge. So nämlich. Digga, was für 5 Minuten Timeout. Yalla. Direkt eine Woche. Affat. Ah, shit. Nervs, Alter. Einfach vorbeigelaufen. Und das war wahrscheinlich auch eine Ikone, der ich gerade vorbeigelaufen bin, oder? Nö. Hinten sind keine Ikonen, die sind alle nur vorne. Ich bin auch eigentlich immer bekannt für meinen. Komm, gönn mir Münzenpack jetzt noch. Verteidigung. Du bist bekannt für deine Verteidigung. Oh, oh Gott, komm! Ach, Digga, ich spuck dir ins Gesicht. Ich schwöre dir, ich spuck dir ins Gesicht. Ach, Digga. Nutensohn, Digga. Das 900. Mal. Jeko, Digga. Was ist das so für Fehlpässe, hä? Wie spielen wir rum? Wieso gewinnt der einfach? Abseits? Abseits, bitch. Stellt euch vor, da wäre Salatgurke jetzt rausgekommen aus dem Pack. Digga, es wäre. Boah, Bruder. Scheiße. Der Romata weiß nicht mal, was abseits ist. Gegen wen spiele ich eigentlich? Du spielst das erste Mal in deinem Leben FIFA. Und dein Team richtig kostet 18.000 Coins. Und ich schwitze hier gut einen für ab. Was ist der jetzt schon wieder schneller? Nee, Chat, Chat, ihr mir ist auch egal, was ihr dazu sagt. Ja, aber das sagt. Problem ist, dass seine Torschuss halt... Ist mir egal, was ihr dazu sagt. Jemand kommt in meinen Chat, Digga, ich hab gute Laune, ich lach, Digga. Und er, Bruder, er redet mit mir, als wenn er mein Netzwerkmanager von YouTube wäre, Digga. Als wenn er mein Steuerberater, mein Netzwerkmanager und mein Postbank-Kontoberater auf eine Person wäre. Und er kommt rein, wie selbstverständlich sagt... Bruder, ich hab zwei Tage kein RP gespielt. Er kommt rein. Bruder, vernachlässige RP nicht, Digga. Das ist so, Digga, das ist so kackendreist. Kostet gar nichts, wirklich. Wie viel denn? Sag doch mal. Ja, weil, 2000 Coins, wenn überhaupt. Oh, Bruder, ich kann nicht auf den Packs so ziehen. Na komm, einen kleinen Rejuicer noch. Ich bin schon ein bisschen am Sweaten, muss ich sagen. Wahnsinn. Durchlaufen lassen und... Das sind geile Angriffe aber von mir. Letzte Packs, Chat. Mehr gibt's nicht. Guck mal, wieso geht da keiner hin? Hättest du gerne gehabt, gell? Hättest du gerne gehabt. Sag's dir, das hättest du gerne gehabt. Sag! Junge, ich schieß einfach sag, den Spur, hätte ich gerne gehabt. Digga, was, wie viel Chance, hä? Boah, Romatra, fickst du ihn? Brichst du ihn gerade? Ist schwierig.
Das Problem ist, dass er halt wirklich gute Spieler hat. Und dass er wahrscheinlich ein bisschen besser ist noch als ich. Diese zwei Sachen in Kombination sind schwierig. Fühle ich, ja. Ach, was war das denn? Na, von dir aber auch nicht besser, gell? Ach, was ist das denn, Torwart? Was hält denn der alles, Mann? Hey, du hast ihn genau angepasst! Ja, wie krass groß ist der? Ich hab extra den größten genommen. Ein Juicer, McGuicer. Aber auch den günstigsten. Ein Juicer. Mann, ich hab extra, ich schwöre, ich hab nach oben gezielt. Und da raste ich aus, gell? Gell. Flache Flanke. Ja, zu meinem Torwart. Also, das war ja wirklich auf mein Torwart. Flache Flanken kann man nicht lenken, sagst du. Das konnte, also ich glaube, in der Position hätte der Torwart das Ding immer gehabt. What the fuck, ist der so schnell? Arsch mich nicht. So nicht. Schlechter Pass. Ist der so alleine? Komm, ein Juicer. Oh, ey Leute, wie schlecht von ihm. Ich drück Instant X, der nimmt einmal mit. Schlecht. Das ist traurig. Komm. Haben wir. Oh, aber ey, Max. Geht's dir gut? So geht's dir gut? Ich hasse ihn. Ich hasse Ben Yedda, Richarlison und noch und Rashford, die hasse ich. Hey, ich hab die doch alle nicht. Ja, Richarlison, oder? Nein, das ist nicht Richarlison. Den weiß, na, wer ist denn das? Das ist Insigni. Ah, nee, Oshiman ist das. Was machen die da? Du bist einfach. Das sind dann die Legenden. Die haben vergessen, wie man läuft, weil sie so lange schon tot sind, Max. Was er macht? Okay, letztes Pack. Was macht der denn? Was macht der denn da? Was ist das für ein Pass? Krass, oh, oder? Was ist das für ein Pass? Okay. Jungs, viel Spaß noch. Danke, ciao, ciao. Danke, war geil. Danke. Lasst euch gut gehen. Bis morgen. Ciao, ciao. Kuss. Du ja auch. Wir hören uns. Du streamst morgen Abend, Max, ne? Ja. Okay, dann bis morgen. Kuss. Bis morgen. So, Chat. Dafür, dass heute kein Streamtag ist, habe ich heute 6,5 Stunden gestreamt. Kuss. War eine gute Session, Chat. Auf jeden Fall eine gute Session gewesen. Chat, versteht mich nicht falsch. Einige schreiben so rein, ey, wieso ist der so schlecht gelaunt? Bruder, ich bin überhaupt nicht schlecht gelaunt. Mir geht's bestens. Aber ich bin ein wenig getriggert. Bin ein bisschen getriggert von relativ vielen doofen Kommentaren. Also es sind doch relativ viele, wie soll ich sagen? Oh, meine Süße hat mir gerade geschrieben. Warte, jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Oh, Süße, immer noch wach oder was? Oha. Ich mach gerade den Stream aus, hab die ganze Zeit Packs gezogen. Wünsche eine gute Nacht. Es sind halt doch sehr viele schwachsinnige Leute unterwegs. Wisst ihr, was ich auf den Tod nicht leiden kann, ist, Chat, und das solltet ihr bitte verstehen, auch für die Leute, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn Leute mir vorgeben wollen, was ich zu zocken habe. Also das kann ich überhaupt nicht leiden, Digga. Ich habe schon immer das gezockt, was ich möchte, und wer damit ein Problem hat, der kann damit ein Problem haben, aber erwartet nicht von mir, dass ich das zocke, was ihr wollt. Ich habe schon immer das gezockt, was ich möchte, Digga. Okay? Ich wünsche euch eine gute Nacht. Lasst euch gut gehen, lasst ihn baumeln. Wir gehen noch ein bisschen in die Bräunungsstation. Meine Moderatoren werden euch gleich den Link reinposten, aber bitte erst FSK 18 mitkommen.
Ich wünsche euch eine gute Nacht. Lasst euch gut gehen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restabend noch. Und wir sehen uns morgen in aller Frische. Denn morgen gibt es wieder, wie immer, ein Streamerino. In dem Sinne sage ich wieder schauen, reingehen und lasst euch gut gehen. Kuss.